Hallo JJ. Ich bin noch ganz verschwitzt. Verschwitzt. Ich muss Fenster aufmachen. Aber das ist so laut. Was macht der JJ eigentlich gerade? Spielst du irgendein Pokémon? Hallo Denji. Hallo J-Gamer. Bin ich da richtig? Bei Leos Mind erklärt die Pokewelt? Selbstverständlich. Unser Messiah N. Kennt ihr den schon? Sehr guter Test. Der Alert war da. Hannes hat T2 gemacht. Wo ist der Zettel? Komm schon, Zettel. Das geht. Hannes. Vielen Dank für dein Tier 2, Hannes. Hannes, Dankeschön. Servus. Himmel. Seid was? Himmel. Seit Ewigkeiten endlich mal wieder dabei. Vielen, vielen Dank. Hannes. J-Gamer, du bist ein Kingler. Kennst das? Ich bin derzeit wieder bei Gen 1. Nun alle nochmal im Pokéball fangen, die ich zuvor nicht in diesem gefangen hatte. Bei Gen 1? Aber da sind ja sowieso alle im Pokéball. Oder möchtest du es für dich machen, dass du weißt, dass du alle im Pokéball gefangen hast? Hallo Drarot. Hallo Mariko, hallo Angel. Drarot, du bist ein Panflam, Panferno. Der Teenager. Und JJ. Wommel. Come on, hat sich damals auch getriggert. Ja, yep, okay. Panpyro, genau. Hallo Megumina. Ups. Ja, das hätte mich damals auch getriggert. Aber am Ende weiß es keiner. Zumindest in Home sieht's, selbst im Spiel sieht's keiner. Ich bin heute so spät, weil ich mich mit Zuschauern getroffen habe, die gerade in Dublin sind. Ich bin voll sozial heute gewesen. Ich habe mich mit echten Menschen unterhalten. Nicht, dass ihr nicht echt seid, aber ihr wisst schon. Ihr seid nicht wirklich echt. Hallo Lurky. Es gibt keinen Beweis, dass ihr echt seid. Ihr könntet alle Bots sein. Vermutlich wegen Fußball heute da. Nee, ich glaube nicht, dass die Fußball gucken. Sword of the Demon King, vielen Dank für 15 Monate. Dankeschön, Herr Demon King. Wo ist die Queen? Suche heute Ens Pokémon, das ist ja furchtbar. Ah, ich fand es gar nicht so schwer. Ich habe es mir schwer vorgestellt, aber am Ende sind es einfach nur 1% Mons. Du kennst den Trick, den wir gemacht haben mit Topschutz. In 2 Gebieten, und es sind glaube ich 8 Pokémon, kannst du mit Topschutz fangen. Dann ist da nichts mit 1%. Heute 16.000. 16.000 ist, by the way, das Doppelte von 8.000. Yep. Eine Stelle habe ich noch Platz. Okay, das wären 100.000. Dazu wird es nicht kommen. Gab es jemals eine Hand, die 100.000 ging? Vielleicht Leute, die Xerneas in Gen 6 gesucht haben, sind auf 100.000 gekommen. Haben hoffentlich aufgegeben.
Ich habe gestern Nacht für Gen 5 eine Stelle geschnitten. Natürlich wieder nur so 30 Sekunden. Aber mit Super Smash Brothers. Alles kommt ins Video. Selbst Super Smash Brothers kommt ins Video. Aber ich bin erst bei 4 Minuten. Habe ich nicht vorgestern gesagt, ich schneide heute so lange, bis ich 10 Minuten geschnitten habe? Ich habe in 2 Tagen 4 Minuten geschafft. Autsch, autsch, autsch. Deswegen, wir können heute nicht lang streamen. Aber ich muss dieses Deoxys endlich kriegen. Die 2 Deoxys. Aber ich nehme stark an, ich weiß es. Dass wenn ich das dritte finde, das dritte ist einfach das Verfluchte. Das vierte wird dann wieder einfach. Das vierte kommt dann unter 4000. So ist das Gesetz. Amegumina, was ist denn so schlimm an den Ends-Pokémon? Sie sind so schön grün. Es wäre schon cool, wenn der Schimmer übernommen wird und neuere Gens das irgendwie... Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn es jemals ein Gen 5 Remake gibt und dann überträgt man die Pokémon von Original Gen 5 auf Remake Gen 5 mit Home, dass sie dann einen Schiller haben. Aber wahrscheinlich ist der Schiller einfach an die OT gebunden. Aber dann könnte man einfach auch sich selber den OTN geben und dann würden alle schillern. Wahrscheinlich ist es nicht nur die OT, sondern auch die Secret ID vom Pokémon oder so. Sie zu finden. Aber du weißt, es gibt eine Liste, wo du siehst, wo alle sind. Du musst ja nicht überall suchen. Game Freak, so, ich stehe über dem Gesetz. Ja. Hallo Mulai. Ich habe gestern mal den Kalender überprüft und mir ist aufgefallen, es ist nicht mehr so lange hin, bis ich in den Urlaub fahre. Ich habe nur noch 2 Wochen. Genau 2 Wochen steige ich in den Flieger. Das heißt, am 4. muss das Video für Gen 5 auf dem Patreon. Und am 6. kommt es auf YouTube. Wie lange suchst du schon? 15.672 Resets. Für dieses Nummer 3. Nummer 2 war 4.000 und Nummer 1 war 9.000. Na, eigentlich 10.000. Hallo Mina. Aber mit dem Isolieren klappt das irgendwie nicht. Also in der Wüste klappt es zu 100%. Da musst du einfach ein Pokémon haben mit Level, ich glaube, 22. Und wenn du Level 22 an erster Stelle stehen hast und Topschutz anmachst, kommen nur Level 22 Pokémon und nur Ends-Pokémon haben Level 22. Es kommt nichts anderes. In der Elektrolythöhle ist es ein bisschen schwerer. Da gibt es 2 Pokémon, die das gleiche Level haben können wie Ends Pokémon, aber trotzdem kannst du die restlichen 8 oder sowas weghauen und alle anderen kannst du nicht isolieren. Aber allein in der Wüste und in der Elektrolythöhle sind, glaube ich, insgesamt 8 Stück. Oder 7. Wenn du zeitlich meinst, wie lange ich schon suche, das können wir mal wieder ausrechnen. 15680 plus 4319 plus 9876 ist gleich 29.000. Wir haben fast 30.000 Resets. Geteilt durch 4 sind selbst geteilt durch 4 bald bei 8.000 Resets. Und dann mal 30 Sekunden sind 224 Sekunden geteilt durch 60
sind 3734 Minuten geteilt durch 60 sind 62 Stunden. Ich glaube, das ist richtig, was ich gerade gemacht habe. Also anscheinend grob gesehen suche ich seit 62 Stunden nach Deoxys und habe 4 Stück inzwischen. 2 Stück von 4. Hallo Nykion, Nysion, Nysion, hallo. Hallo Retrobotonik. Hab gestern ein Ei gebrütet und direkt Shiny Flapterix bekommen. Das Spiel ist nun böse zu mir mit dem Zufall. Selbst mit Isolieren kommt es seit 30 Minuten nichts. Nee, dann machst du was falsch. Aber erstmal, wie zum Teufel hast du ein Shiny Flapterix gebrütet? In Gen 5? Du willst mir sagen, du hast ein Flapterix-Ei ausgebrütet und 1 zu 8000 getroffen? Bist du dir sicher? Wie kommst du in Feuerrot auf die Insel? Genauso wie auch in Smaragd. Mit dem Pomek-Glitch kannst du ACE machen und dir die Insel rein programmieren. Der Trick geht nur auf Feuerrot und Blattgrün etwas anders, aber im Endeffekt ist es der Pomek-Glitch. Niki? Okay. Was, wer, wie? Dankeschön für dein Prime. Hallo Kuto. Danke für den Prime. Was, wer, wie? Was, wer, wie? Moment, warum klappt es mit dem Isolieren nicht? Du machst irgendwas falsch. 30 Minuten, das sollte nicht mal 10 Sekunden dauern, weil du isolierst das Pokémon. Erklär mir, was du tust, weil du musst nicht 30 Minuten nach Ends Pokémon suchen. Video nicht dazu gemacht? Nee, ich habe kein Video zum Pomek-Glitch in Feuerrot gemacht. Aber es gibt Videos dazu oder Anleitungen dazu. Apropos Pomek-Glitch, hab den heute gemacht und es hat bei allem auf Anhieb funktioniert. Dome. Nice, danke, dass du es sagst. Weil es gibt Leute, die kriegen es nicht hin und sagen dann, warum geht's nicht? Und ich kann immer nur sagen, mach's so im Video. Du hast irgendwas nicht so gemacht wie im Video. Wenn nur eine Sache nicht genauso ist, dann stürzt das Spiel zum Beispiel ab. Hallo Dome. Dome. Hab heute Level 34 Pokémon um Flampivian, was auf Level 35 soll, zu finden. Ich glaube, da hast du einfach falsch gelesen. Wenn wir hier auf die Liste von Ends Pokémon gehen, sehen wir, dass Flampivian warte, wo ist das jetzt hier irgendwie schöner gemacht? Ach, Bulbapedia war es. Bulbapedia. Und dann sehen wir hier, dass es Level 35 ist. Du hast recht. Du hast ein Level 34 bei Smaragd funktioniert der bei dir nicht, der Pomek-Glitch. Das muss aber gehen. Das geht bei sehr vielen Leuten. Hast du irgendwas falsch gemacht? Habe ein Level 34 Pokémon, um Flampivian, was auf Level 35 sein soll, zu finden. Du hast recht. Flampivian ist Level 35. Aber warum hast du nicht Level 22? Weil alle anderen sind 22. Hast du alle anderen schon gefunden? Also hier, ne? 22, 22, 22, 22. Und Flampivian ist 35. Das heißt, alle erscheinen mit 22. Weil im Desert Resort kommen, sind die Pokémon alle nur hier sind alle nur 21, 19. Das heißt, 22 reicht. Und du kannst dann, wenn du unbedingt Flampivian willst, reicht auch Level, also du kannst Level 35 machen. Du kannst das Level sein, was du willst, das erscheinen soll. Aber 34 geht auch.
Dann kann ich mir nur noch... Nein. Warum machst du nicht 22? Du sorgst dafür, dass alle anderen nicht kommen. Mach 22 und dann kommen alle 5. Und du bist sicher, dass du N Pokémon überhaupt kriegen kannst. Also du hast die Cutscene getriggert, du hast den Spielstand transferiert und so weiter. Kann es sein, dass ich eine Repro habe und es deswegen nicht klappt? Mit Repros... Kann sein, dass es daran liegt. Hallo Verox, hallo Scoutly. Aber eigentlich geht es auch mit Emulatoren. Deswegen soll es auch mit Repros gehen, weil eine Repro ist nichts anderes als ein ROM auf einem Spiel drauf. Aber es kann sein, dass es daran liegt, weil Repros haben eigentlich nur ein Defizit in der Hardware. Oder halt sind hardware-technisch anders. Weswegen zum Beispiel das Spiel länger braucht zum Speichern oder schneller geht zum Speichern. Ich kann mir halt vorstellen, dass du zum Beispiel Duplizieren, den Klon-Glitch nicht machen kannst, weil das Speichern zu lange oder zu schnell geht. Aber das macht eigentlich auch keinen Sinn bei Smaragd, weil das da anders geht, weil das da sehr einfach ist. Es gibt 1000 Gründe, warum das nicht gehen kann. Aber Repro könnte sein, dass es deswegen nicht geht. Man kann halt nie sicher sein, was für eine ROM du hast. Vielleicht hast du einfach eine schlechte ROM da drauf. Du hast Klick-Klack gefunden. Okay, dann kannst du die Ends kriegen. Kann auch sein, dass nur das Flampivian woanders ist. Und du bist in der Wüste drin, nicht vor der Wüste. Weil vor der Wüste kommen sie nicht. Aber in Smaragd dauert es allgemein sehr lang, bis man speichert. Aber das sollte eigentlich kein... Aber ich weiß es nicht. Aber ja, es kann an der Repro liegen. Aber es kann auch einfach daran liegen, dass du es vielleicht falsch gemacht hast, den Pommerglitch. Mach Level 22 mit Gumina. Das musst du eh machen. Hallo Swieske. Hallo Scoutly. Habe es bei dir Step by Step nachgemacht. Aber das Dupen klappt schon nicht. Also, das Dupen in Smaragd ist ja so einfach, weil die Dame am Schalter fragt dich ja zweimal, ob du speichern willst. Du musst ja einfach nur zwischen den beiden ausmachen. Das heißt, einmal speicherst du, dann machst du aus, bevor du das zweite Mal speichern würdest. Und eigentlich dadurch, dass... Es ist ja nicht wie in Gen 2, wo du im richtigen Moment die Konsole auch ausmachen musst, damit der Save quasi so halb gespeichert ist. So, es ist ja wirklich zwischen zwei Schritten, zwischen denen unendlich viel Zeit vergehen kann. Es kann aber trotzdem sein, dass einfach, warum auch immer, diese ROM auf deiner Repro anders speichert und beim ersten Schritt schon alles gespeichert wird. Aber warum sollte das so sein? Das ist die Software, die das macht und nicht die Hardware. Aber das Dupen ist das Einfachste. Wenn das schon nicht geht und du machst sicher alles richtig, dann liegt es an der Repro. 15k ist so schmerzhaft. Gleich 16k. Insgesamt sind wir schon bei 30k. Hab, um es nachzumachen, das Spiel schon 6-mal neu gestartet, also neuer Spielstand, aber wie gesagt, der klappt nicht irgendwie. Hätte gerne Deoxys gehabt mit Kampf. Ja. Ich meine, du kannst es auf dem Emulator noch probieren. Dann hast du halt das Deoxys auf dem PC. Wenn du sowas wie einen GB-Operator hast, kannst du das Deoxys vom PC auf deine Repro drauf tun. Aber meistens sind auch... Also ich weiß nicht, was du mit dem Deoxys dann vorhast, aber wenn du eine Repro hast, sind die Pokémon meistens auch auf der Repro gefangen, weil du nicht wirklich tauschen kannst. Weil Repros lassen Tauschen auch nicht zu. Weil das andere Spiel erkennt deine Repro nicht. Ist nicht dasselbe Feeling. Ja, aber es ist auch nicht dasselbe Feeling, eine Repro zu haben. Aber ich weiß, was du meinst. Gameboy in der Hand und sowas, klar. Aber du brauchst die... Vielleicht musst du auch einfach
Wenn du sowas wie einen GB-Operator hast, könntest du versuchen, auf deine Repro eine andere ROM draufzuladen. Vielleicht ist es einfach eine schlechte ROM, die die da draufgeladen haben, keine Ahnung. Es soll auf dem Spielstand bleiben, okay. Hallo Philipp. Das Lustige ist ja, ich habe mir deine Anleitung angeschaut zum Pommel-Glitch und ich habe denselben Fehler gemacht und habe mir auch den Bericht vom Glitch nach dem Schlüpfen angeschaut. Denselben Fehler gemacht? Ich weiß, es ist so lange her. Was habe ich für einen Fehler gemacht? Den Bericht angeschaut. Achso, dass es abstürzt. Ja, ja. Das ist dann schön abgestürzt, mein Spiel. Moment, das heißt, du hast das Video nicht zu Ende geguckt, wo ich zeige, dass man das nicht machen soll, sondern du hast es erst gemacht und dann so, oh, ihm ist es auch passiert. GBA ist unterwegs, weil ich das ja schon im Gefühl hatte. Ist eine gute Investition, das Ding. Gleich kommt das Shiny Deoxys. Knirschbruder, was hast du für Insider-Informationen? Hast du mit Deoxys geredet? Gekuschelt? Hallo Radqua. Du willst sagen, es kommt noch vor 16.000? GB Operator ist so günstig für das, was es ist. Ja. 70 Euro, ne? Wenn man sich überlegt, dass ein Analog Pocket 200 kostet und immer ausverkauft ist. Aber klar, ein Analog Pocket sieht ein bisschen besser aus, kann noch mehr. Aber... Beziehungsweise mit dem Analog, doch, mit dem Analog Pocket kannst du auch am Fernseher spielen. Aber nicht wirklich am PC, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, hat ein Analog Pocket einfach so eine Capture Card drin, womit man auch das Bild einfach auf dem PC kriegen kann? Vielleicht. Zumindest gibt es wahrscheinlich Software dafür. Ich meine, ich würde ja meine Originalen benutzen, aber die sind noch original verpackt und das würde wehtun wegen dem Geld. Oh ja, wenn die original verpackt sind, dann mach die nicht auf. Ojemine. Aber, also wenn sie noch verschweißt sind, klar. Aber du könntest halt dein Original Smaragd dann in den Operator reintun, die Daten runterziehen, deine Repro reintun und die Daten dann auf die Repro draufziehen. Dann hast du wirklich, da kannst du dir sicher sein, dann hast du sogar dein Smaragd auf einer Repro drauf. Dann kann es wirklich nur noch an der Hardware liegen, von dem Chip quasi, dass es nicht geht. Was ich glaube, dass es auch daran liegt, weil warum sollte man eine falsche ROM da drauf haben? Weil es gibt nicht so viele ROMs. Ich gehe jetzt fix durch die Gen 1 Top 4 und bis ich fertig bin, erwarte ich dein Shiny. Hallo, Gen 1 Top 4 dauert 5 Minuten, je nachdem was du hast. Ich beeil mich. Ach so? Ich meine... Klar, kannst du auch. Ja, also legal-technisch musst du das sowieso machen. Deine Original-Smaragd nehmen, rippen, also dein Spiel und Speicherstand runterziehen oder nur spielen und dann kannst du das Spiel einfach auf deine Repro drauf tun. Dann kannst du dir zumindest sicher sein, dass du ein echtes Smaragd auf deiner Repro drauf hast. Nur dann liegt es halt noch an dem... Dann liegt es halt nur noch an dem Chip selber oder an dem RAM-Chip oder was auch immer. Aber ich glaube nicht, dass es das löst. Wobei ich habe auch schon Repros aus Spaß gekauft. Das habe ich ja mal im Video gezeigt. Pokémon Grün. Aber das war halt auch eine Fan-ROM. Also hat jemand Grün auf Japanisch ins Englisch übersetzt. Und da war halt alles schlecht gemacht und komisch. Aber eigentlich, wenn man eine Repro sich holt, sollte da die richtige ROM drauf sein. Es gibt nicht so viele. Was soll denn da falsch dran sein? Aber ja, ob du jetzt deinen Smaragd aufmachst und die Smaragd spielst, oder ob du sie kurz nur in den Operator reintust, naja, kommt aufs Gleiche raus. Dann, ich meine, ich verstehe, dass du die nicht anbrechen willst. Hallo Schocks. Aber würde dann doch geldtechnisch mehr Sinn machen, einfach nochmal ein Original zu kaufen, nicht OVP, das kostet ja dann nur irgendwie 90 Euro. Ja, nur irgendwie 90 Euro, genau.
Das ist schon seltsam. Ich würde es sehr technisch mal interessieren, warum Repros bestimmte Sachen nicht können. Es muss ja an der Hardware liegen. Irgendwas, was das Spiel beeinflusst, was aber an der Hardware liegt. Gleich 15,8. Uff, wie du es vorgelesen hast, klang ziemlich hochnäsig. Nein, du. Ist doch super, wenn du dir das Markt einfach holen kannst. Ich finde es aber trotzdem immer anstrengend, ne? Weil du weißt nie, ist die jetzt echt. Vor allem fühlt es sich trotzdem falsch an, einfach so ein offenes Spiel, so ein unverpacktes Spiel für 100 Euro zu kaufen, ist einfach eine Frechheit. Vor allem, weil Pokémon hat noch nicht mal was davon. Nicht, dass wir jetzt Pokémon unbedingt Geld geben müssen, aber es ist so. Aber ja, irgendwie werden die Leute halt dafür belohnt, dass sie die echten Spiele immer noch haben. Ich meine, wir wollen ja auch unsere irgendwann vielleicht für mehr verkaufen. Diese Maggi-Flasche. Ich meine, es steht sogar, es fällt mir gerade auf, es steht ja sogar Maggi drauf. Draufgehe, was ist das? Gewölbt. Draufgeblasen. Ich denke nicht, dass es an der Hardware liegt. Vielleicht fehlt beim Rippen ein Erkennungspfeil oder sowas, nicht auf den neuen Repro-Chip gemacht wird, ähnlich wie bei den Switch-Spielen. Aber dann wäre es ja ein Hardware-Problem. Aber du hast einen Chip wie jeden anderen oder halt ein PCIe und ziehst da die ROM drauf, die vom Originalspiel ist. Und dann ist wahrscheinlich der einzige Unterschied halt, wie diese Daten verarbeitet werden. Wahrscheinlich gibt es im Spiel Daten, die vom halt Chip gelesen werden. Und ja, dann ist quasi die Software anders. Aber der Grund ist trotzdem die Hardware, oder? Das liegt an der Repro, die haben ganz andere Platinen verbaut und haben nur einen kleinen Chip, wo eine ROM draufgeladen ist. Eben, also eine Repro macht nichts anderes als zu emulieren, oder? Das ist quasi ein Mini-Emulator. Du spielst nicht das Spiel original, sondern du emulierst auf einem, sagen wir jetzt blöd gesagt, auf einem Pi. Das ist jetzt keiner, aber. Ja, aber deswegen meine ich ja, auf Emulatoren geht's ja. Du kannst ja den Pommel-Glitch auf Emulatoren machen. Aber wenn ich die Software dann davon reinstalliere, also von der Repro, das Original, kann ich ja wieder 1:1 verkaufen. Also habe ich quasi 50 Euro für einen Emulator bzw. eine ROM ausgegeben. Wenn du von deiner Repro sprichst, klar, und 50 Euro sind viel zu viel für eine Repro. Repros kosten so 20 Euro eigentlich. Du emulierst nicht, du dupst. Philipp Fiaro. Diese Abzocker von eBay. Stand da wenigstens dabei, dass es eine Repro ist? Ja, weil du sagst es ja. Aber 50, ich weiß nicht, vielleicht kosten auch inzwischen Repros 50 Euro, aber ich fänd's krass. Hast selber zwei Repro? Und dann habe ich noch zwei Originale geholt. Aber ich weiß nicht, was du meinst, von wegen, aber wenn ich die Software dann davon reinstalliere, also von der Repro, das Original, kann ich ja wieder 1:1 verkaufen. Du solltest eine Repro nie als Original verkaufen, wenn du das meinst. Weil deine Repro wird nie ein Original, weil der Chip anders ist. Das ist nicht der Pokémon-Chip, sondern ganz normales Chip-Ding, was du für 2 Euro kaufen kannst. Du musst ja halt denken, das Einzige, das Teuerste ist wahrscheinlich, das Grün zu treffen, dass es richtig aussieht und dann ein Sticker
einen Sticker auszudrucken. Aber auf Masse gesehen ist es auch nicht teuer. Aber so auf ein Ding, weil ich habe immer mal geguckt, weil ich sowas auch gern machen würde, so Sticker. Nicht verkaufen. Also als Ding verkaufen natürlich, als Repro. Aber die Sticker nur. Die Verpackung quasi. Und das einmal zu machen, kostet natürlich viel. Aber die machen das natürlich auf 1000 und dann kostet es nicht mehr. Aber allein so eine Cartridge halt zu machen, das ist das richtige Grünes, und den Sticker zu machen, das ist das Aufwendigste. Weil die PCE, gut, der muss die richtige Größe haben. Und dann ziehst du da die ROM per Drag and Drop drauf und fertig. Und ich finde nicht, dass das 50 Euro wert ist. Aber es kann sein, dass es inzwischen so krass ist, dass selbst Retro 50 Euro kosten. Repro. Hol einfach keine Repro. Ja. Ich habe eine mal aus Spaß geholt. Ich habe eine Platin. Und die hat, da hat alles funktioniert. Was ich so getestet habe. Aber ich habe die nie wirklich gespielt. Das Original kaufen, auf die Repro drauf installieren und dann mein Original wieder verkaufen. Das sollte aber nichts ändern. Wenn es klappt, ja, klar, du kannst dann... Ja, das sollte aber nichts... Du willst quasi den Schritt überspringen, dass du deine teure Smaragd auspackst, klar. Aber das sollte nichts... Also das ist nur eine Vermutung von mir. Das ist halt nur der sicherste Weg, um sicher zu gehen, dass du die richtige, die beste ROM auf deiner Repro drauf hast. Aber ich bin ziemlich sicher, dass du schon die richtige ROM auf deiner Repro drauf hast. Weil, was soll es denn sonst für eine sein? Es liegt an der Hardware, dass es nicht geht. Feuerrot hat nur 20 gekostet. Wie erkennt man eine Retro von einem DS-Spiel? Von einem DS-Spiel ist es ein bisschen schwieriger, weil du... Also bei Gen 3, Gen 1, 2, 3 kannst du halt immer sagen... Hey, ich hätte gern ein Bild von einem Innenleben. Und wenn die das nicht schicken, weißt du schon, okay. Aber wenn sie es schicken, dann siehst du gleich, ob das Board exakt so aussieht wie das Original. Musst du halt vergleichen im Internet mit Bildern. Aber bei DS ist es schwierig, weil da kannst du nicht einfach sagen, ich würde gern das Innenleben sehen, weil DS kann man nicht aufschrauben, sondern die sind geklebt. Du kannst DS-Spiele quasi nicht aufmachen, einfach so. Deswegen musst du sicher gehen... ich kann mal gucken. Es ist einfach ein Feeling vor allem. Du musst die einfach vergleichen. Hier ist mein echtes Platin. Lass mal schauen. Ich meine, das hier ist eine Repro von Platin, ne? Inklusive Verpackung. Und es sieht verdammt richtig aus. Verdammt gut sieht es aus. Weil die glitzert wirklich. Aber wenn du dann das Spiel anschaust. Ich darf es jetzt nicht, aber das eine ist Englisch. Englisch ist Repro. Und klar, das eine ist Deutsch, deswegen sind die Symbole darauf anders. Du musst halt dann so Sachen anschauen, wie ist der Druck tatsächlich gut. Hier zum Beispiel würde man jetzt sehen, dass das Gelb und das Blau von Pokémon verblichen ist. Es kann sein natürlich, oder nee, im Gegenteil, meistens sehen die Repros frischer aus, weil sie eben neu sind. Und du siehst hier, wie das verblichen ist, das Pokémon, und hier ist es richtig blau und gelb. Also die Farbtöne sind leicht anders. Kann halt sein, dass das amerikanische tatsächlich einen anderen Farbton hat. Aber meistens, wenn du dann auf die Rückseite guckst, siehst du es eher... Das hier ist echt und... Nee, das hier ist echt. Meistens siehst du es am... Schau, die haben sich hier echt verdammt viel Mühe gegeben, weil du siehst selbst, diese Sachen sind richtig reingeätzt hier. Es ist schon... Hier würde ich sagen, es ist echt schwierig, oder? Dafür müsste man sich jetzt halt genau die amerikanische anschauen, wie die in Wirklichkeit aussieht. Ah nee, das ist die amerikanische. Da müsstest du dir halt jetzt die amerikanische anschauen, wie die wirklich aussieht. Und dann guckst du halt genau die Abstände dazwischen, die Schriftart und so weiter. Wenn die deutsche oder die europäische und die deutsche und die amerikanische gleich aussehen, siehst du jetzt schon, ja, das Logo ist an einer anderen Stelle, die Schriftart ist anders. Und dann kannst du direkt sagen, okay, das ist es nicht.
Aber es sind, das ist bei DS-Spielen, ist das leider der Grad an Detail, worauf du achten musst. Aber vielleicht ist Deutsch und Amerikanisch tatsächlich so unterschiedlich äußerlich. Aber ich weiß, dass die eine Repro ist, weil ich die für 10 Euro auf Wish gekauft habe. Und das ist krass, 10 Euro auf Wish für die Verpackung und das Spiel da drin. Und das war nur für ein Video als Joke. And Tiny, du bist ein Flittiamo. Flattiamo. Flittiamo. Schnapper. Deswegen bin ich mit 50 Euro so, what? Das Spiel funktioniert. Wir haben es ja damals dann getestet und ein bisschen gespielt und so weiter. Aber das Speichern ist halt ein bisschen anders. Beim Speichern hängt sich das Spiel tatsächlich kurz auf. Und nicht so wie im Original, das ist wirklich, da im Original ist ja auch so, es wird eine Menge gespeichert, oh. Aber da ist wirklich so, Musik hört auf. Und dann, uff. Imagine Original für 10er. Aber daran sieht man, dass es sich, keine Ahnung, wahrscheinlich in China lohnt, einfach das für 1 Euro herzustellen, so auf Masse. Da gibt es genug Leute, die es für 10er kaufen und schon hast du einfach einen Multiplikator von 10. Kannst du tauschen mit der Version? Nur innerhalb... Ich habe, glaube ich, Transfer auf Gen 4 nicht probiert. Aber innerhalb ging. Hallo, Herr Baum. Lurky, 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 Schmockmock. Woher weißt du, dass es die amerikanische Repro ist? Man sieht, es sieht halt wirklich real aus. Eben, ich weiß nicht, ob das Amerikanische tatsächlich so aussieht. Aber es ist amerikanisch, weil da US draufsteht. Wobei, du hast recht, es könnte auch britisch sein. Weiß ich jetzt nicht, was halt da stand. Da steht ja US oder EU drauf. Was natürlich auch fake sein kann. Aber das wäre sehr blöd, wenn die das nicht hinkriegen würden. Davon mal ab. Wenn du Repros auf eBay oder Kleinanzeigen stellst, dann holt eBay das raus wegen Regelverstoß. Ich habe es 4-mal auf beiden Plattformen versucht und habe meine Anzeige 4-mal gelöscht bekommen. Und wie schaffen es dann so unfassbar viele Repros zu verkaufen? Ich meine, auf eBay steht ja... Es kann sein, dass es halt in Deutschland verboten ist. Aber wenn du einen chinesischen eBay-Account hast... kann eBay nichts machen, weil es in China nicht verboten ist. Vielleicht liegt es daran. Es gibt doch bestimmt auch deutsche Accounts, die Repros verkaufen. Ist halt Glückssache. Roter J, Sonnenkern. Benny, Sichlor. Ich habe ganz normal bei eBay die Repos gekauft. Und die kamen von einem deutschen Account auch. Also die wurden aus Deutschland verschickt. Ja, muss man halt dann Glück haben wahrscheinlich, dass das so lange drin bleibt. Ja, gibt es. Hatte wie gesagt 2, da habe ich Feuerrot und Smaragd Repro gekauft. Ja, okay. Ich wundert auch, wie viele Leute es schaffen, Pokémon für die Spiele auf eBay zu verkaufen. Das ist ja auch illegal, mal ganz davon ab, dass die Mons von dort garantiert gehackt sind. Richtige Pokémon verkaufen, ja, das ist... Ich meine, illegal ist das falsche Wort, weil du brichst kein Verbrechen. Also, du brichst halt das Copyright, was natürlich ein Verbrechen ist. Aber Verbrechen klingt halt... ein Regelverstoß? Tierhandel? Es ist Tierhandel. Nee, du verstößt gegen die AGBs von Pokémon... wenn du deren Tiere natürlich für Geld erst recht hergibst. Und sowieso, wahrscheinlich verstößt du auch gegen Copyright. Mariko Ponita.
In Japan sind Repros erlaubt, dachte, es ist fast überall verboten. Ich habe nicht Japan gesagt, ich habe China gesagt. In Japan ist es sogar verboten, Konsolen zu modden. Da darfst du deine Konsole nicht mal aufschrauben und einen neuen HDMI-Anschluss reinbauen. Dann kommst du schon ins Kittchen. Aber in China gibt es da bestimmt kein Gesetz dagegen. Aber ja, ich finde es auch krass, dass Leute Dittos verkaufen für 5 Euro und dann damit sau viel Kohle sogar machen. Obwohl einfach irgendein Mitarbeiter bei Pokémon oder Nintendo sitzen könnte und die einfach die ganze Zeit bei eBay anzeigen könnten. Wird das da aktiv verfolgt? Nee. Was ich nicht verstehe, weil es könnte wirklich jemand einfach bei Pokémon da sitzen und einmal am Tag für eine Stunde auf eBay sitzen und alles einmal kurz weitergeben und anzeigen und dann nimmt eBay das runter. Schwierig wird es dann, wenn solche Sachen eben auf Discords verkauft werden. Ne? Da verstehe ich, dass jetzt ein Pokémon-Mitarbeiter nicht in den Discords als kleiner Privatdetektiv sitzt. Aber eBay verstehe ich echt nicht, wie ihr das durchgehen lassen könnt. So eindeutige, illegale, verkaufte Pokémon. Hallo Dynamax. Habe auf Kleinanzeigen aber auch so viel Mist erlebt, wurde für alte Pokémon-Spiele dort betrogen und habe 200 Euro verloren. War mir auch eine Lehre. Ja, na, sowas macht man dann nur einmal. So wie ich jemand hat mich auf Twitter angeschrieben und gesagt, hey, ich habe einen Pokémon Ranger mit Manaphy für dich. Habe ich gesagt, nice. Ich würde dir 20 Euro dafür geben. Hat er gesagt, nice. Ja. Dann wurde das verschickt. Und kam nie an. Ich hatte die 20 Euro oder 25 Euro natürlich schon überwiesen. Und der Tracking-Code, es war sogar ein Bild mit, also von dem Receipt mit Tracking-Code drauf, der aber dann, als ich eine Woche später, als es nicht ging, den gecheckt habe und der nicht ging. Hallo Happens. Und dann, keine Ahnung, hat die Person nie wieder geschrieben. Und ich habe dann irgendwann nur zurückgeschrieben, hey, nur nicht, dass du denkst, ich habe das vergessen, dass du mich gescammt hast, aber viel Spaß mit den 25 Euro. Ist mir dann auch egal. Ich, nein, natürlich ist PayPal, könnte ich sagen, jo, ich habe nichts dafür gekriegt. Wobei es war PayPal ohne Dings da. Also es war keine Business-Transaktion, sondern nur eine Freundschaftstransaktion. Und ich glaube, die kann man nicht zurückverlangen. So oder so. Ich habe mir dann gedacht, ey, ich will nur wissen, dass du weißt. Ich habe das nicht vergessen. Ich weiß, dass du ein Arsch bist. Aber viel Spaß mit 25 Euro so ungefähr. Aber seitdem gebe ich immer erst das Geld, wenn ich das Ding gekriegt habe. Habe auf Kleinanzeigen Gott sei Dank nur 25 verloren. Ich habe das gleiche geschrieben. Ja. Habe jetzt letzten Freitag mit Origin Dex angefangen. Gen 1 bin ich schon fast fertig. Nice Push. Hallo Nachtswach. S7, so wie der S7 Glitch. Wie bedienst du alle 4 Spiele parallel? Hast du dir Makros geschrieben? Nein. Hallo Marco. Das sind tatsächlich 4 Gamecubes, die wir steuern. Und du siehst diese Dongle da dran. Anstatt Controllern. Die sind von Inside Gadgets. Das sind kleine Empfänger. Die empfangen alle das gleiche Signal. Und das Signal ist in diesem GBA-Spiel drin. Das heißt, ich steuere alle 4 Dongles, alle 4 Empfänger mit einem GBA-Spiel. Und dann kann ich einfach resetten. Nur die Z-Taste geht nicht. Die würde auch gehen, aber dafür müsste ich die Dongles
Firmware updaten und dazu müsste ich löten, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen spielen wir ohne Z-Taste. Ich habe die gleiche Aufbewahrungsbox für DS-Spiele. Das hat mir jemand, hey, ihr habt es gesehen, das hat mir jemand von euch empfohlen. Und dann habe ich das mir geholt. Ich weiß nicht mehr, wer es von euch war. Ich glaube, was willst du machen? Löten ist toll. Ja, aber ich wollte nicht nochmal extra. Das Ding kostet nochmal irgendwie 30 Euro und dann muss man das ranlöten und dann hat man einen USB-Anschluss und dann kann man quasi mit dem USB-Anschluss die neue Firmware draufziehen und so weiter. Da dachte ich mir, ich brauche die Z-Taste eh nicht in Gen 3 spielen. Wir haben darüber im Discord geschrieben. Ja, aber es war nicht Verox. Wir haben alle drüber geschrieben, aber ich glaube nicht. Hast du Verox das empfohlen? Es war auf jeden Fall auch ein... Gibt's dafür einen Affiliate-Link? Ich muss mal gucken. Ich diese schnell finde. DS Games Case. Ah, hier ist sie. Ist sie das? Ah ja. Hier, das ist... Hier ist ein Affiliate-Link, bei dem ich was auch mitverdiene. Ihr müsst aber nicht mehr zahlen natürlich. Zu dem Case, den ihr gerade gesehen habt. Genau, das ist die gleiche gibt es auch im Pokéball-Format und so. Nie über PayPal Freunde einkaufen. Hast du recht? Hast du vollkommen recht? Hallo Fast Guy! Wie geht's? Habe ein Pokémon Ranger ohne Manaphy-Aktivierung noch, aber da ich es im Moment nicht hochtrainen kann, hole ich es mir einfach in Legenden Arceus. Ja, da gibt's auch Manaphy. Ein Kumpel wurde auch mal heftig gescammt, hat sein Handy auf eBay versteigert, 300 Euro und dann mit Päckchen verschickt. Der Käufer hat das aber gemerkt und in eBay hatte er Paket angegeben. Der Käufer hat dann angezeigt, das Handy weg, 300 Euro auch weg und zusätzlich eine Strafe von der Polizei von 600 Euro seit dem Verkauf. Was? Ich verstehe gar nichts. Hat sein Handy auf eBay versteigert, 300 Euro und dann mit Päckchen verschickt. Der Käufer hat das aber gemerkt und in eBay hatte er Paket angegeben. Der Käufer hat dann angezeigt, das Handy weg. 300 Euro auch weg. Was hat der angezeigt? Was kannst du denn da anzeigen? Was zeigt man denn da an? Päckchen und Paket? Der Unterschied? Päckchen und Paket sind verschiedene Sachen. Und? Was kann man denn da jetzt anzeigen? Sputnik Spring Break Festival war gestern. Was läuft da für Musik? Hab vorgestern Shiny Kabuto in Gen 1 gedroppt. Damn. Ein Gen 1 Shiny Fossil. Krass. Bei Päckchen hast du ja keinen Zettel zum Verschicken und der hat behauptet, nichts bekommen zu haben. Okay. Krass. Das heißt, der hat quasi das 300 Euro Paket verschickt ohne Versicherung, aber vor allem ohne Tracking. Das ist natürlich dumm. Ich meine, habe ich auch schon gemacht, weil ich Geld sparen wollte. Und bei mir ist es gut ausgegangen, weil es war einfach nur eine Kamera, die 600 Euro gekostet hat, die ich an Amazon zurückgeschickt habe. Ohne Tracking. Und dann hat irgendjemand diese Kamera natürlich für sich eingesteckt und sie ist bei Amazon nie angekommen. Aber zum Glück hat Amazon mir das geglaubt und hat mir die 600 Euro trotzdem gegeben. Ist halt Amazon.
Aber ja, seitdem natürlich verschicke ich auch nie wieder etwas ohne Tracking, auch wenn es doppelt so viel kostet. Krass. Aber warum Anzeige? Wenn du die 300 Euro doch nicht kriegst oder wenn du die 300 Euro doch wieder zurückgeben musst, warum wirst du dann auch noch angezeigt? Er wollte nur kurz zur Post und dann hat er da auch nicht so genau aufgepasst. Am Ende war alles zu spät. Anzeige wegen Betrug. Moment. Es kann übrigens auch sein, dass der Typ tatsächlich das nicht gekriegt hat. Weil vielleicht jemand anderes dieses Paket dann einfach gesehen hat, gedacht hat, dass die teuer aus, kein Tracking, nehme ich's. Und dann hat der Typ das tatsächlich nicht gekriegt. Aber wenn du dein Geld zurückkriegst, warum dann noch anzeigen? Wie asozial. Okay, das verstehe ich. Das heißt, auf eBay hat er angegeben, dass er es versichert verschickt oder mit Tracking verschickt. Hat er nicht gemacht und deswegen wurde er angezeigt. Aber wie also ist das denn? Wenn ich die 300 Euro nicht zurückkriegen würde, würde ich auch sagen, ja okay, dann muss ich dich jetzt anzeigen, weil ich habe es nicht gekriegt. Aber wenn ich die 300 Euro zurückkriege, dann... Es gab eine Hauptstage, wo so die Bekannteren aufgetreten sind wie Sido und dann gab es noch Second Stages mit Hard Tech. Okay, okay, cool, cool, cool. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Aber Benny, kannst du die Starter in Gen 1 resetten? Also Shiny? Das weiß ich gerade gar nicht. Gehen die Starter in Shiny in Gen 1? Ich dachte, weil die waren nie auf der Liste, wenn man so guckt. Kann sein, dass es geht. Du bist heute 40 geworden und mein Mann ist mit mir zum Bastelladen gefahren und zum Wolloutlet. Happy Birthday, Maya! Oder wie man doch in unserem Bereich sagt, alles Gute zum Level up. Echt, die Starter gehen? Okay. Ja, dann viel Glück. Verrückt, Naxo, verrückt. Benny. Verrückt, Benny. Muss man halt nur einen Glitch machen, wo man Sonderbonbons bekommt. Hab schon einen Shiny Bisasam. Also du musst nicht, aber du machst halt einen Glitch, damit du das Pokémon auf Level 30 bringen kannst. Sonst wäre ein Reset ziemlich lang. Boah, aber da machst du dir ja echt krasse Arbeit. Wir sind gleich auf 16.000. Oh mein Gott. Mein erstes Mal weit über Odds und wir sind so richtig weit über Odds. Doppelt. 8-1. 9-2 wäre 16-3, 16-3-8-4. Also heute bis 16-3-8-4. Was ist mein Lieblings-Shiny? Ausrufezeichen Liebling. So richtig weit auch nicht. Hallo, hallo, 16.000, hallo. 30k. Wir wollen nicht übertreiben. Ich heiße nicht Mariko. So viel Pech habe ich auch nicht. Marco! Du bist ein Ganoville. Und hey, mein Lieblings-Pokémon ist Klibbe. Ist nicht schlecht, oder? Shiny Klibbe ist blau. Das sieht cool aus. Ich war kurz davor, verrückt zu werden, habe vor ein paar Monaten einen Gen 1 Bisasam versucht und aufgegeben. Nee, da hätte ich. Das Arktos war schon krass genug. Vielleicht irgendwann mal mache ich Arktos, Zapdos und Lavados, aber nee, Prio Z. Oh, die Fusion. Heavy Rocks. Rosana mit Hallo Bizarboss. Rosana mit
A little bit of sass. Der Arm. Ja, dieses Rosana kann auf jeden Fall viele Lippenstifte auf einmal benutzen. Keine Ahnung. Aber es kann auch sehr viele Knutschflecken machen. Ursula aus Ariel, stimmt. Ursula. Ach, vielleicht macht Ursula so. Stimmt, ja. Trotzdem ist der Oberkörper ein bisschen schief irgendwie drauf. Hallo Tobias. Ich habe bei dir mal den Granabären-Glitch geguckt, finde den nicht kompliziert. Dankeschön. Es gibt immer Leute, die es nicht hinkriegen. Aber es gibt dafür doppelt so viele Leute, die es hinkriegen. Aber vielleicht, wir haben vorhin drüber geredet, jemand hat das mit seiner Repro nicht geschafft. Vielleicht liegt es daran, dass viele es probieren mit ihrer Repro. Dann denken sie, das Tutorial ist schlecht, aber dabei geht's halt anscheinend nicht mit Repros. Sicko, du bist ein Ohr doch. Ich habe mit mehr Hentai-Tentacles gerechnet. Vielleicht musst du die Zahl vertauschen. Sodass der Körper von Rosana genommen wird. Oder der andersrum. Wenn man viel Hentai möchte, dann muss man alles mit Miltank kreuzen. Dann kriegen wir die Cursed-Bilder. Wie krass wäre es, wenn alle vier gleichzeitig in Shiny kommen? 8000 mal 8000 mal 8000 mal 8000. So hoch ist die Wahrscheinlichkeit. Ich habe in Karmesin meinen Bisasam innerhalb von 30 Minuten in Shiny gehabt. Ich bin damit glücklich. Leo fusioniert offstream bestimmt nur Miltank. Ich habe einen Ordner. Der heißt einfach nur Arbeit. Wenn ich da reinklicke, dann kommt sowas wie ein Ordner, der heißt Kehr um. Und dann drücke ich da nochmal drauf und dann steht da, bist du sicher? Und dann kommt da noch ein Ordner. Die letzte Chance umzudrehen. Und dann kommt da noch ein Ordner. Und dann steht da nochmal Arbeitsunterlagen. Dann klickst du nochmal drauf. Dann kommt ein Ordner mit langweilige Arbeitsunterlagen. Dann klickst du nochmal drauf. Und dann wirst du begrüßt von sehr vielen Eutern. Hallo Dorfnase. Wer sind die anderen Bildschirme? Was? Wer sind die anderen Bildschirme? Ich. Ich bin alle Bildschirme. Hab mir heute dein GameCube-Batteriewechsel-Video angeschaut. Ist die Arbeit auf Arbeit gleich leichter vonstatten gegangen? Ist die Arbeit auf Arbeit gleich leichter vonstatten? Achso. Ist deine Arbeit auf Arbeit? Hat dich das gefreut, dass ich... Habe ich ein bisschen besser gelötet? Nee, ich habe richtig peinlich gelötet. Aber die rechts oben, heute starte ich die GameCube rechts oben und sage, bitte wähle eine Sprache aus. Das heißt, jetzt ist die auch leer. Ich meine, ich habe noch eine Batterie. Aber wie kann die auf einen Schlag leer sein? Aber klar, ich meine, ich... Aber... Das ist ein komisches Timing einfach. Was war dein erstes Shiny? Ausrufezeichen Liebling. Weiß ich nicht mehr. Ich glaube schon näher rein, let's go. War eigentlich die Batterie in einem Gameboy-Spiel, in der GameCube, was auch immer, die wird ja immer gleich viel angezapft, oder? Es ist ja nicht so, dass wenn ich die GameCube anmache, dann wird die Batterie stärker angezapft. Das ist ja nicht so.
Die ist ja immer an, um also einen Status Quo zu haben von Uhrzeit und rohen Settings. Ich dachte mir halt, okay, ich habe die jetzt viel benutzt, deswegen ist die Batterie von der GameCube jetzt auch noch leer gegangen. Weil was ist das für ein krasses Timing, dass ich einfach die Batterie von der einen wechsle und 3 Tage später ist die andere GameCube leer. Aber ja. Vielleicht ist es auch nur ein Fehler im System. Hab die ganzen Legis schon und Mew in Gen 1. Dein Video zu Arktos hat mich dann komplett motiviert. Das freut mich. Es hätte auch sein können, dass du sagst, du hast mich in den Abgrund getrieben. Ich suche seit 3 Monaten. Aber wie hast du Mew gemacht? Hast du Mew mit dem Glitch gemacht, den ich auch gezeigt habe und ist dann geshiny resettet? Oder hast du... Oder machst du einfach einen Mew-Glitch wahrscheinlich, oder? Mein erstes Shiny war Fornifras und ich hatte nur 5 Bälle. Der Chanera kam zufällig, als ich Let's Go gespielt habe. Ich glaube, danach habe ich nicht mal gesucht. Und ich glaube, danach kam sogar das zweite Shiny, was ich ever gefunden hatte. War das Gegenteil von Fornifras, das Ferrimicula, das ich einfach nur für den Pokédex gesucht hatte, noch nicht mal wusste, wie das aussieht. Weil ich das Pokémon nicht kannte. Und das allererste Ferrimicula, was ich ever in meinem Leben gesehen habe, war Shiny. Eigentlich ist das viel cooler als das dumme Scharniere. Mit dem Flyglitch, ja. Du hast es so gemacht wie Frankie. Ja, ich glaube, Frankie hat einfach den Flyglitch gemacht und dann auf Level 30 gecheckt, Reset. Ach, du hast das Fornifras nicht mal gekriegt damals mit den 5 Bällen. Könnte Barschwa auch nicht finden, wenn bei Smaragd getaucht hat. Was? Lest bitte eure Nachrichten durch, bevor ihr sie abschickt. Ich habe kein Problem mit Rechtschreibfehlern. Aber was ist, wenn der Satz keinen Sinn ergibt? Könnte Barschwa auch nicht finden, wenn bei Smaragd getaucht hat. Man muss nicht tauchen für Barschwa. Möchte dir einen Sneak Peek aus dem Gen 5 Video? Ich habe schon 4 Minuten von 50. Nein? Ist gemein. Wie war das Kartoffelomelett? Bisschen zu trocken, aber es war nicht schlecht. Es war nicht so gut, dass ich das jetzt wiederholen muss. Es hieß übrigens Bärlauch Frittata. Also es war 6 Eier mit Reis in ein Omelett gemacht. Und es war ein bisschen zu trocken, aber es war nicht schlecht. Ich hatte nur einen Denkfehler. Und zwar war das ein Rezept von Reishunger. Also da standen ganz viele Reishunger-Produkte drauf. Da habe ich mir gedacht, ist mir egal. Ich nehme einfach die Produkte halt nur nicht von Reishunger. Und da stand da halt 250 Gramm Reis. Also tue ich 6 Eier und man soll einfach den Reis in die 6 Eier reinmischen. Und dann dachte ich halt, okay, ich tue den Reis zu den Eiern rein, mache ich zu und dann dämpft der Reis. Und das Rosa kurz davor zum Glück aufgefallen, so hat so gesagt, was, du musst echt den rohen Reis da rein tun? Und ich so, ja klar, der dämpft doch jetzt da drin. Und dann lese ich nochmal das Rezept und dann stand da 250 Gramm Reishunger, gedämpfter Reis. Weil Reishunger verkauft tatsächlich fertig gedämpften Reis. Ich so, nein! Dann hat das Ganze doppelt so lang gedauert, weil dann musste ich erst den Reis nehmen, einmal dämpfen und dann zu dem Ei wieder, also
Reiskocher leer machen, Ei in Reiskocher rein mit Gewürzen, was nicht alles, und da den Reis reintun, der schon fertig ist. Und dann nochmal 30 Minuten zu einem Omelette machen. Das heißt, dafür, für das, was es ist, hat es viel zu lang gedauert, weil du musst erstmal den Reis machen, was ewig dauert, und dann noch eine halbe Stunde das Omelette da drin machen lassen. Und dafür hat sich gut genug geschmeckt, dafür, dass es mehr als eine Stunde dauert. Aber klar, wenn du bereits gedämpften Reis nimmst, dann... Hallo, doof. Arctos kam bei mir bei 269 Resets, aber dafür Zapdos 9800 und Mewtwo 14.898. Alles relativiert sich. Was ist das zusammen durch 3? Könnte auf 8000 kommen, oder? Die 3 zusammen, geteilt durch 3. Ungefähr 8000. Lucy, du bist ein Krebutak? Nee. Wummer? Wummer. Nee, Wummer ist die Weiterentwicklung. Hä, wie heißt das? Krebutak. Krebscore? Krebutak. Scampisto. Scampisto. Hallo Rubin. Ruben. Hallo Lucy. Es bleibt nicht drin und dann waren meine Bälle leer. Danach war ich frustriert. Das nächste Mal, als ich dann ein Shiny bekam, war ein Pokémon Mond und hatte 2 Shiny Evoli in einem 5er-Eingang. In einem 5er-Eingang. Und ich hatte es erst gemerkt, als ich die auf die Box tat. Wie kann ich bei Smaragd ein Abra züchten mit Donnerfaust? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob es in Gen 3 schon Zuchtattacken gab. Wenn ja, dann züchtest du es mit einem Pokémon, das Donnerfaust kann. Nehme ich an. Bye, Maya. Who's that Pokémon vor 32 Minuten von Carmine? Leute, ihr müsst mich daran erinnern. Carmine. Bist du noch da? Carmine ist weg. Ich habe ihn wieder betrogen. Punkte wieder zurückgeben. Peinlich. Deoxys, Mann! Also keiner will ein Gen 5 Snippet. Dann schaue ich es mir alleine an. Marakamba 22 hat geregelt. Aber 5 Top-Schutz hat es dennoch bis zum Zurückhex gedauert. Ja, es kann ein bisschen dauern, weil halt du musst ja trotzdem die 1% kriegen. Aber es kommt halt nichts anderes dafür. Ich zeige euch nur das hier. Wie kriege ich das weiter rüber? Mehr zeige ich euch nicht. Ich finde das so geil. Okay, vielleicht noch Rabigator. Okay. Vielleicht noch den hier? Oder vielleicht alles? Ich hab eigentlich einen Zitteraal gesucht und es gibt Videos, wie Leute Zitterale oder Tiere, wie Tiere Zitterale in die Hand nehmen und komplett
ohnmächtig werden und was nicht alles. Die waren aber alle zu krass und jedes Mal, wenn ich so ein Video gefunden hatte, hat da vor YouTube gesagt, das ist quasi gefährlicher Content. Und da musst du erst bestätigen. Deswegen dachte ich, ich weiß nicht, ob ich sowas in ein Video reinhauen will, wo ein Mensch tatsächlich ein Zitteraal nimmt und dann unter Wasser dann so liegt. Aber es sah schon krass aus, aber dann habe ich den Reporter genommen. Okay. Sonst irgendwas Lustiges? Ich weiß gerade nicht. Brownies? Any Brownies in town hier? Was noch? Ich lass nur mal dieses Bild. Okay. Wann kommt das Video raus oder ist es schon raus? Genau, ich zeig dir die Timeline, wenn das Video schon fertig ist. Das Video kommt auf YouTube kommt es am 6. Und so viel habe ich schon. Guck mal, voll viel schon, oder? Bis hier. Und das ist einfach nur, wie ich die Top 4 besiege. Aber ich weiß nicht, ob ich das drin lasse. Das ist irgendwie nicht interessant. 6.1.2034, genau. Das könnte schon mehr sein, du. Ich sage, ich brauche für eine Minute eine Stunde. Wobei, dann habe ich... Ich habe länger gebraucht im Moment. 4 Minuten habe ich genau genommen. Genau geschnitten. Alright. Glaubst du, ZA wird ein neues Rekordgame für Game Freak? Nein. Warum sollte es? Ist nicht mal ein Main Game. Es wird grottenschlecht. Mach das, Mariko. Richtig gut, das mit dem Isolieren. Ja. Aber ja, definiere Rekord. Du weißt, der Rekord liegt bei Generation 1 Rot und Blau bei irgendwie 30 Millionen verkauften Einheiten. Wahrscheinlich wird nie wieder ein Pokémon-Spiel diesen Rekord brechen. Es zählt zu den Hauptspielen, so wie Legenden Arceus. Legenden Arceus zählt nicht als Hauptspiel. Du denkst auch, dass BDSP als Hauptspiel zählt. Hast du ein neues Video von Carven schon geschaut? Die ersten 5 Minuten und ich war so fasziniert. Ich war so krass fasziniert allein. Wer die ersten 2 Minuten gesehen hat, weiß, was ich meine. Holy shit. Dieser Mad Lad einfach. Trinkst du da Bier? Ja, ich bin besoffen. Carpe Diem hat einfach in seinem neuen Video den originalen Anime-Sprecher engagiert und ihn das Intro einsprechen lassen. Holy shit. Die ersten 2 Minuten haben mich aus dem Leben gerissen. Holy shit. Der krasse, ey. Spreche von was? Vom Pokémon-Anime. Der den Pokémon-Anime gesprochen hat immer am Anfang. So... Ash und seine Freunde befinden sich auf der Suche nach... Ich dachte zuerst, holy shit, ist das der Sprecher von damals? Dann dachte ich mir kurz so... Ich dachte mir, den hat er engagiert. Und dann dachte ich mir, warte mal, hat er vielleicht einfach nur einen Teil genommen? Und dann sagte er, Dennis. Und ich so, ja, war klar. Der krasse.
Könnte das nicht auch KI gewesen sein? War es aber nicht. Könnte, und es ist gut, alles zu hinterfragen, vor allem weil KI heute immer besser wird und die Welt am Ende untergehen lassen wird. Aber das war keine KI, nee. Schau es dir an. Ist richtig gut gemacht. Ich muss mich beherrschen, gucke erst, wenn alle Teile da sind. Ich kann nicht bloß 30 Minuten gucken und dann warten. Dann Spoiler. Der Originalsprecher vom Anime spricht das Intro ein. Haha und SS auch nicht? Nee, es sind Remakes. Main Games sind nur die Hauptspiele, die eine Generation definieren. BDSP ist ein Remake von Gen 4. Es gibt einen Begriff für diese Art von Spiele, aber ich sag Remake. Immerhin reden wir von Smaragd. Ich warte seit Monaten. KI, geh raus aus dem Synchronsprecher-Business. KI, geh raus aus unserem Leben. KKI, ey. KI wird Teil unseres Lebens, stelle ich darauf ein. Es könnte trotzdem gut sein, dass KI umso krasser es wird, und es ist ja jetzt schon so, dass es jedes Mal, wenn es krasser wird, sind alle Menschen so, uff, creepy. Und es kann einfach sein, dass zumindest in unserer Lebenszeit KI creepy bleibt und oder zumindest KI bleibt creepy. KI wird... Die KI ist an sich nicht creepy, sondern dadurch, dass sie real ist, wirkt sie creepy. Es kann sein, dass unsere Generation oder in unserem Leben in den nächsten 100 Jahren KI immer creepy für uns bleibt. Und dadurch nie wirklich abhebt, hoffentlich. Und erst wenn eine komplette Generation nur mit perfekter KI aufgewachsen wird, wird sie zur Normalität und abheben, weil sie normal ist. Aber ich glaube, in unserer Lebenszeit wird sie immer creepy bleiben und deswegen werden Menschen sie nicht komplett akzeptieren. Es gibt viele Sachen, die die Menschheit nicht akzeptiert hat. VR zum Beispiel. VR gibt es seit den 90ern. Ich habe schon in den 90ern VR-Spiele gespielt. Und die Menschheit war nicht bereit dafür und hat gesagt, nee, ist seltsam, ist komisch, brauchen wir nicht. Und selbst jetzt ist VR immer noch nicht Standard. Es ist immer noch eine... Keine Ahnung. Es ist nicht so akzeptiert. Bald iRobot IRL. iRobot fände ich mal... Matrix ist eher der schlimme Gedanke. Oder ist Matrix der schöne Gedanke? Dass wir alle schön kuschelig in unserem Pott liegen. Und einfach Batterien sind. Ohne es zu merken. Also ich will KI behalten, will auf lange Strecken nicht auf Navi verzichten. Ist auch eine Art KI. Klar, ich glaube, wir wissen alle, von welcher KI wir reden. Die KI, die die Welt in den Untergrund stürzt. Ich mag KI, ich freue mich schon auf die ersten menschlichen Roboter. Du kleiner Schmutzfink. Was, in den 90ern gab es auch schon VR-Spiele? Welche Spiele? In Arcades damals hast du so eine Kamera, also hast du so einen Helm aufgezogen und eine Waffe in die Hand genommen und dann bist du tatsächlich in so Räumen rumgelaufen und hast tatsächlich VR gespielt. Das gibt's schon seit 30 Jahren. Das ist keine komplizierte Technik, aber es war einfach immer halt eine Spielerei. Dann habe ich auch endlich eine Freundin. Yep.
Aber wenn Navis zum Beispiel so gut bleiben, wie sie heute sind, wir brauchen keine besseren Navis. Es würde vollkommen ausreichen, wenn Navis so gut sind, wie sie vor 10 Jahren schon waren. Ich weiß nicht, ob Google schon vor 10 Jahren so gut Stau erkannt hat. Aber das ist das Beste halt. Ich habe ein Navi im Auto und ich nutze es nicht, weil ich meinen Google Maps benutzen will, weil Google Maps einfach Echtzeit Stau berechnen kann. Und das will ich natürlich nicht missen. Also das Jenke-Experiment von gestern. Keine Ahnung, was das ist. Nintendo VR gibt es auch seit den 90ern. Ja, den Virtual Boy, ne? Der Virtual Boy. Hä? Geht nichts über eine ordentliche Landkarte? Die muss ich immer auf dem Boden ausbreiten und mich draufstellen, um zu wissen, wo ich bin. Die Liebe der Zukunft, Liebesbeziehung zur virtuellen KI-Partner. Okay, ist das eine Doku? Hallo Niffler. Es ist leider schade, dass eine KI in der Zukunft gewisse Jobs übernehmen werden. Abgesehen davon finde ich die Technologie aber schon geil. Es gibt bestimmt einige Bereiche, wo eine KI sehr hilfreich ist. Und ich meine, Leute, die so KIs entwickeln oder so ein Elon Musk oder sowas, wenn du die fragst, haben sie keine Angst, dass KI unsere Jobs wegnimmt und was nicht alles? Und dann sagen die immer, nein, weil die Traumvorstellung von KI oder das, was KI am Ende sein wird, ist, dass KI für uns arbeiten wird und wir alle werden nicht mehr arbeiten müssen. Sodass wir alle nur noch faulenzen und die Welt genießen und KI arbeitet für uns. Aber das ist doch Utopie. Das wird niemals passieren. Wie zum Teufel soll eine KI... Nein. Das ist einfach nur dumme Ausreden für... Ich habe einfach Bock, KI zu machen, weil es Spaß macht und es ist cool. In Wirklichkeit ist es verdammt gefährlich. Aber die sehen nur ihre milliardenschwere... Keine Ahnung. Ihr milliardenschweres Konto... Irgendwie hab ich das Gefühl, verblasst immer die Sicht von denen. Frage der Perspektive, genau, ja. Und was machen die in... Ich meine, die... Es ist einfach... Keine Ahnung. Diese Traumvorstellung... Ich glaube, diese Traumvorstellung dauert tausende von Jahren noch. Dafür musst du erst andere Technologien entwickeln, die überhaupt dafür sorgt, dass du... unendlich viel Energie vorkommen hast und so weiter. Da reden wir wirklich von einem Wall-E-Szenario, wo keiner mehr arbeiten muss, weswegen alle fett in ihrem Stuhl sitzen und nur noch konsumieren, anstatt selber zu arbeiten. Kannst du sagen, was ich machen muss, um die Chance, ein Shiny Ho-Oh in Pokémon Gold krieg? Fragezeichen. Du stellst dich vor, dass Ho-Oh speicherst, dann sprichst du es an, ob Shiny ist. Wenn nicht, startest du deinen Gameboy neu. Dann sprichst du es wieder an, startest neu, sprichst es wieder an, startest neu. 1 zu 8000, Ho-Oh, viel Erfolg. Tausend Jahre noch, so lange wird es die Menschen nicht geben. Das kommt hinzu, ja. Dankeschön für 2 Monate, Retro Botonic. Immer hingehen und sagen, Ho-Oh, ich bin hier zum Verhandeln. Ja. Es wurde von Wissenschaftlern hochgerechnet, dass wir die Energie in 250 Jahren hätten, bei ähnlichem voranschreitender Technologie. Da muss ich immer jetzt an Three-Body-Problem denken auf Netflix. Mir hat's echt gefallen. Ich fand die Überlegungen sau cool, die da haben in der Serie. Auch wenn es super abgespaced ist von Videospielen und was nicht alles, aber ich find's cool. Ich hoffe, die machen das weiter, die Serie. Three-Body-Problem oder auf Deutsch Drei-Körper-Problem wahrscheinlich.
Ich habe schon ein Shiny Lugia, das kam im dritten Versuch. Ja, dann warum fragst du dann mich, wie das geht? Du hast es doch schon perfektioniert anscheinend. Finde Shiny Deoxys nicht schön aus. Vielleicht denkt das Deoxys auch über dich, dass du nicht aus schön siehst. Ich meine, ich glaube vor allem die KI, die tatsächlich hilfreich für die Menschheit ist, von der kriegen wir gar nichts mit. Das sind Sachen im Hintergrund wie in der Medizin oder in der Wissenschaft, in der Raumfahrt und sowas, wo tatsächlich krankeste Formeln in Minuten berechnet werden, wo Menschen einfach Tage für bräuchten oder und so weiter, als Sachen, die wir nicht mitkriegen. Und wir kriegen nur diese ganze Scheiße mit, dass Menschen komplett ersetzt werden können und ihr äußerliches Aussehen übernommen wird und Schauspieler kein, wobei Schauspieler ist jetzt auch nicht, geht jetzt nicht die Welt unter, aber ist halt Kacke. Für Kunst ist es wirklich Kacke. Ist ein Wunder, dass es noch keine Gesetze gibt dazu. Bin gespannt, welches Land als erstes Gesetze richtig verabschieden wird, die quasi Robotern Gesetze geben. So verstaatlicht wird irgendwas. Ich hasse es, wenn Leute mitten im Satz einfach sich hinsetzen. Wie wohl Shiny Hunten wäre, wenn dein Deoxys zum Beispiel erstellt wird, wenn der Speicherstand erstellt wird? Wie meinst du das? Weil in Smaragd ist das so. Gibt zwar keine Gesetze, aber inoffizielle Regeln, die in der IT befolgt werden. Sowas wie, dass es immer einen Kill-Switch geben muss. Und der Kill-Switch heißt Neo. Oder Smith. Mr. Schmidt. Habe mir einen Wasserhahn bestellt, kam kein Tropfen raus. Der Typ von Hermes hat ihn abgestellt. Okay. Zumindest in der legalen IT. Ja. Mr. Anderson. Du hättest zum Beispiel bis jetzt 16.000 Smaragd durchspielen, um so viele Shinies sich anschauen zu können. Ach so. Also du meinst es so, wie es in Smaragd ist, nur du meinst es quasi so, wie es bei, ja, wobei auch nicht ganz. Aber so, wie es in Smaragd ist, nur dass es nur ein Frame gibt im ganzen Spiel. Aber ja, dann wäre das so, dann müsste man das ganze Spiel durchspielen. So ist es bei Jiraji oder... Ja, bei Jiraji ist das so, Megumina. Bei Jiraji musst du das ganze Spiel durchspielen, um eins anzuschauen. Denkt ihr, die Menschen irgendwann euch die Zeit reisen können? Hallo, Benny. Nein, Zeitreisen ist nicht möglich. Beziehungsweise ist es so möglich, wie es jetzt schon möglich ist, aber... Nein. Zeitreisen ist ein Paradox. Du kannst nicht Zeitreisen. Außer du glaubst an die Geschichte, die in Loki erzählt wird. Das einzige logische Zeitreisen ist. Und dann sind wir beim ganz anderen Thema. Also es gibt sehr, sehr viele coole Zeitreisenfilme, die eine Möglichkeit gefunden haben, wie es ohne Paradox. Wobei doch, am Ende haben alle einen Paradox. Es geht nicht. Dass eine Zeitreise eine neue Welt erstellt, dann bräuchte man aber nicht Zeitreisen. Richtig, das ist halt das Nächste. Wenn Zeitreisen ist nur logisch, wenn du dabei eine neue Zeitlinie erschaffst.
Und wenn du eine neue Zeitlinie erschaffst, dann bist du streng genommen nicht mehr in deiner Zeit. Und du veränderst nicht deine Zeit, sondern eine andere. Du könntest sogar sagen, dass alle Leute, die du dort findest, sind nicht die gleichen Menschen, die du kennst. Du bist vielleicht die gleiche Person, aber alle um dich rum sind anders. Du erschaffst dir quasi eine neue Welt. Du machst dir eine neue Welt dadurch, dass du Zeit gereist bist. Wer sagt, dass es überhaupt mehr Zeitlinien gibt? Eben. Aber Zeitreisen funktioniert nur so, wenn du jedes Mal, wenn du Zeit reist, eine neue Zeitlinie erstellst. Sonst hast du ein Paradox. Und Paradoxe können nicht existieren. Abgesehen davon, dass Zeitreisen so viel Energie benötigt, dass das nicht... Ich meine, der Film Primer, wer Zeitreisen mag, schaut sich den Film Primer an. Primer. Unfassbar kompliziert, aber das ist eine coole Art, wie man Zeit reist. Die erstellen quasi eine Box und wenn du dich in die Box reinsetzt, läuft deine Welt quasi rückwärts in der Box. Das heißt, wenn du nach einem Tag aus der Box aussteigst, ist ein Tag früher, sobald du aussteigst. Aber die Zeit läuft währenddessen weiter. Oder wie in Tenet. In Tenet ist es ja auch so, du reist in der Zeit, indem du physisch rückwärts in der Zeit dich bewegst. Aber der Film ist auch voller Paradoxe. Du schaffst es nur ohne Paradox, wenn du in eine neue Welt gehst. Bei Zeitreisenfilmen ist eher am besten The Hot Tub is a Time Machine. Was ist das? Das Austreten aus einer Zeit würde alle Atome zerfetzen. Ja, das ist wie teleportieren, ne? Wird jemals teleportieren möglich sein? Ich weiß nicht, ob es schon... Hat man schon mal geschafft, ein Atom zu teleportieren? Nee, nicht mal das. Aber selbst wenn das möglich wäre, müsstest du zuerst einen Menschen in komplett allen Atomen zerlegen und die Atome transferieren und dann wieder zusammenführen auf die gleiche Art und Weise. So wie bei im Film The Fly. Und das ist nicht gut geendet. Ich lieb's, wie die ganze Welt auf Filmen basiert. Oder nicht basiert, aber wir alle immer was, oder ich zumindest, vergleiche alles mit Filmen. Dann kann man auch sagen, ah, das haben die in dem Film schon probiert, das geht nicht. Hot Tub war geil, gibt's zwei Filme. Das Teleport stelle ich mir weniger wie bei Star Trek vor, sondern eher wie bei dem Nolan-Film mit dem Magier. Prestige. Das war, dass du teleportierst nicht dich, sondern du erstellst dich. Du wanderst, ein Duplikat von dir wandert woanders hin und du selber stirbst. Was ja bei Teleportieren nichts anderes wäre, wenn du dich komplett zerlegst in Atome und wieder zusammenbaust, das bist auch nicht mehr du. Weil wer sagt, dass du das immer noch bist, nachdem du komplett zerlegt bist? Das sind wie Schmetterlinge. Das ist auch voll krass in der Natur, weil eigentlich Schmetterlinge, also Raupen, verkukunen sich und werden komplett zu Brei. Die lösen sich komplett in ihre Bestandteile auf und fügen sich neu zusammen und sind Schmetterlinge. All ihre kompletten Bestandteile sind komplett neu zusammengesetzt. Und trotzdem haben die getestet, dass wenn du eine Raupe davor irgendwie was aussetzt, wie zum Beispiel Licht, und sie lernt auf dieses Licht zu reagieren, und dann verpuppt sie sich, wird komplett zu einem neuen Geschöpf. Und dann der Schmetterling reagiert genauso auf das Licht, wie die Puppe es gelernt hat, wie die Raupe es gelernt hat. Das heißt, obwohl die Raupe sich komplett zerlegt hat
und komplett ein neues Geschöpf geworden ist, hat es immer noch die Erinnerung von, als sie eine Raupe war. Aber Menschen, ich glaube alle 6 Jahre, Menschen, ich glaube es dauert 6 Jahre, bis der Mensch jede Zelle im Körper einmal ersetzt hat. Ich glaube, die einzigen Zellen, die sich nicht ersetzen im Körper, sind die Augen. Ich glaube, die Augen sind das einzige im Körper, die sich nicht, die können auch nicht wachsen. Babyaugen sind genauso groß wie Erwachsenenaugen. Also Augapfel. Ich glaube, weiß ich gerade nicht, ich glaube schon. Aber alles andere im Körper ersetzt sich innerhalb von 6 Jahren einmal. Aber halt nicht gleichzeitig. Da kann man noch sagen, okay, über 6 Jahre hinweg, in mehreren Abstufungen, ersetzt sich jede Zelle in deinem Leben mit einer neuen Zelle. Aber so kann wenigstens jede Erinnerung, jedes Erlebnis übertragen werden auf die neuen Zellen, jetzt blöd gesagt. Aber wenn du auf einen Schlag in Bestandteile zerlegt wirst und komplett wieder neu zusammengebaut wirst, bist das dann du noch? Fragen über Fragen. Igor, du bist ein Lucario. Lucario. Hallo Daniela. Man hat schon geschafft, einzelne Atome zu zersetzen und wieder zusammenzufügen. Nur hat es für das einzelne Atom zu viel Energie gekostet. Man kann nicht sicher sagen, ob es 1:1 das gleiche ist. Genau. Das hat unser Lehrer damals auch gesagt, unser Physiklehrer, als wir so Zeitreisen und so gefragt haben, hat auch gesagt, Zeitreisen würde so viel Energie benötigen, die Menschheit wird nie so viel Energie auf einen Schlag freisetzen können. Weil allein dieses eine Atom hat schon unfassbar viel gebraucht und es ist nur ein Atom. Ich meine, Zeitreisen ist möglich mit schwarzen Löchern und sowas, ne? Ich meine, das stimmt ja wirklich so wie im Film Interstellar, dass wenn du ganz nah an einem schwarzen Loch dran bist, vergeht die Zeit für dich extrem schneller. Und jedes Mal, wenn wir auf den Berg steigen oder in ein Flugzeug steigen, zeitreisen wir quasi, nur halt nach vorne, nie zurück. Die anderen im Vergleich zu dir altern langsamer. Nee, altern schneller als du. Wenn du schneller, egal, ihr wisst, was ich meine. Ist ein aufgebautes und zerlegtes Lego-Set beim zweiten Aufbau dasselbe Set? Ich hätte jetzt spontan gesagt, ja, weil es die gleichen Teile sind, die du benutzt. Aber ich glaube, du müsstest noch mehr sagen, die Lego-Teile werden komplett eingeschmelzt und in eine neue Form gegossen. Sind es dann immer noch die gleichen Lego-Teile? Weil es gibt 5 rote Lego-Teile, die schmelzt du in einen roten Brei und machst 5 neue Lego-Teile draus. Sind das immer noch die gleichen 5 Lego-Teile? Nein. Oder? Ich frage mich, wann der erste Mensch bewusst in ein schwarzes Loch geht, um zu forschen. Aber das ist doch bewiesen, dass das dich umbringt. Aber wir haben noch nicht mal irgendwas in ein schwarzes Loch geschickt, oder? Ich glaube, es gibt Sachen, die auf dem Weg zu einem schwarzen Loch sind, oder? Aber sie sind noch nicht dort. Oder haben wir schon mal was in ein schwarzes Loch rein? Nee, weil bis jetzt ist noch nichts da angekommen, was einfach zu lang dauert. Hallo Xentos. Sag mal, kannst du mir die Frage beantworten, warum Pokémon XD so viel teurer ist als Pokémon Colosseum? Weil Pokémon XD besser ist. Pokémon XD ist allgemein beliebter bei den Menschen. So wie Glurak. Warum sind Glurak-Karten teurer als Pikachu? Oder nicht Pikachu vielleicht, aber warum sind Glurak-Karten teurer als Bisaflor-Karten? Weil Glurak das beliebtere Pokémon ist. Pokémon XD ist das beliebtere Spiel. Deswegen ist es teurer. Es ist auch bewiesen, dass Waschmittelpots nicht gegessen werden sollen. Und your Tide-Pod-Challenge, sag ich nur. Ja. Nein, haben wir noch nicht. Die sind viel zu weit weg. Selbst wenn ihr, ich glaube, es wurden schon mehrere losgeschickt. Aber bis die ankommen, sind wahrscheinlich 500 Jahre vergangen. Und dann wird es einfach so sein, dass das Signal abbricht. Fertig. Aber irgendwann, wenn das möglich ist, da schneller, näher ranzukommen, wird sicher jemand,
keine Ahnung, selbst wenn es ein 80-Jähriger ist, der sowieso schon kurz vor dem Tod steht. Ich meine, ich würde es machen. Wenn ich 80 bin, 85 und ich bin kaum noch am Leben und jemand kommt zu mir und sagt, hey, hätten Sie Bock, durch ein schwarzes Loch umgebracht zu werden, dann sage ich, ja, warum nicht? Ich glaube, ist die Frage, wie weh das tut. Ich glaube, es tut null weh, weil du instant einfach weg bist. Und wenn nicht, dann hast du eine tolle Story zu erzählen. Aber Spaghettifizierung, ey, das muss so schnell gehen. Das macht weg. Welche Pokémon ist beliebt außer Pikachu? Gengar, Glurak, Evoli, Aquana. Das war's. Wenn man wieder zurückkommt. Ja, eben. Aber das ist wie auch in Three-Body Problem. Da gibt's auch sowas ähnliches. Verrate ich jetzt nicht, aber da gibt's auch sowas ähnliches, wo halt einer sowas nachforschen geht. Ich finde die Serie geil. Genau, warum kostet Schwarz-Weiß 2 teilweise dreimal so viel wie Schwarz-Weiß? Weil Schwarz-Weiß 2 das beliebtere Spiel ist. Hallo Mauri. Schwach und er nennt sich Shiny Hunter. Ein Shiny Hunter definiert sich nicht durch die Shinies, die er findet, sondern durch den Weg dahin. Würdest du dann bei Ocean Gate 2 mitmachen? Ich kenne es gar nicht. Was ist Ocean Gate 2? Du wirst erst nichts merken. Der Druck in deinem mit Luft ausgestatteten Shuttle wird steigen. Du erstickst vermutlich oder wirst durch den aussteigenden Druck bewusstlos. Stimmt. Ich bin jetzt auch davon ausgegangen, dass ich in einem Anzug bin. Aber wenn ich in einem Raumschiff bin, dann wird das Raumschiff um mich rum erstmal komplett zerquetscht wahrscheinlich. So wie die Titanic-Taucher, genau. Implodiert. Implodiert. Ach, das ist Ocean Gate. Ach so. Nee, ich will niemals da runter ins Meer. Ich finde das so creepy. Niemals will ich da runter. Ich finde es so creepy, da unten zu sein. Die Vorstellung, da unten zu sein, alles knackst und knarzt. Dann ist da so ein Typ mit dem Logitech-Controller und sagt, guck mal da. Und dann ist einfach alles schwarz um dich rum. Die Vorstellung allein, dass dann einfach so ein Hai an dir vorbeischwimmt oder so ein riesiger Wal und dann diese Gesänge macht. Ich finde es so creepy. Es ist verdammt cool. Und ich bin schon auf dem Meer geschwommen, aber nur als Kind wirklich weit draußen. Und heute würde ich vom Boot, glaube ich, nicht runtergehen. Ich finde es so creepy, die Vorstellung, dass unter mir einfach nichts ist. Oder halt, da ist nicht nichts, da ist ein riesiges System unter mir. Nicht, dass da jetzt was kommt und mich packt oder sowas, aber allein die Vorstellung. Thalassophobie, ja. Ich meine, ihr kennt die Bilder auf Google oder sonst wo, wo einfach Meeresoberfläche und dann hast du so einen kleinen Menschen, der da schwimmt und unten drunter sind die krassesten Monster im Dunkeln. Ah, oh, es ist so widerlich, der Gedanke einfach. Nee, Meer, gar keinen Bock. Logitech Gate. Nee, ich glaube, das hieß Ocean. Ocean Gate. Ich habe der Weiße Hai nie geguckt. Ich muss ihn irgendwann mal schauen. Ich habe letztens ein komplett einstündige Video-Essay über den Weißen Hai gesehen. Und warum es den Film besser gemacht hat, dass man den Hai kaum sieht. Das heißt, ich kenne den Film jetzt, aber ich habe ihn selber nie gesehen.
Aber ja, wenn ich so 85 bin und einer kommt und sagt, yo, wir können dich in ein schwarzes Loch schießen. Ich meine, ich hätte keine Qualifikation, das wird ein Wissenschaftler machen müssen. Wenn ich dann da drin bin und sage, jo, hier ist alles voll dunkel. Hier ist so ein Bücherregal, wo so ein Typ die ganze Zeit, come on, nee, alright, sagt. Irgendwie redet der nicht mit mir, der spielt sauer mit Sand. Ist halt schon gut gemacht, obwohl man sieht, dass der Hai nicht echt ist. Klar, ich meine, das siehst du ja selbst heute noch bei nicht so High-End-Filmproduktion. Aber ich meine, der neueste Planet of the Apes, das ist schon krass, was möglich ist, ne? Da sieht nichts mehr unecht aus. Aber wenn es Menschen wären, würdest du es, glaube ich, immer noch sehen. Reden wir mal lieber über realistische Horrorfilme. Sharknado. Es gibt einen Film, der, ich glaube, immer noch nicht draußen ist. Ich weiß gar nicht, wie er heißt, aber der Macher von The Room, also Tommy Wiseau, macht einen neuen Film mit Haien. Und ich glaube, die Haie kriegen Füße und laufen auf Land rum. Da ist das CGI so schlecht. Es wird wieder ein Kultfilm, ey. Henriette, hallo. Bisher weiß man auch nicht alles, was im Meer existiert. Ja, aber müssen wir es wissen? Megalodon wird nicht existieren. Wir hätten mitgekriegt, wenn es einen Megalodon gibt, immer noch. Das ist ein Hai. Haie sind zwar krass, aber nicht so krass, dass sie in 20 Kilometer Tiefe einfach rumchillen. Oh ja, es gibt sicher krasse Tiere, die wir noch nie entdeckt haben. Aber ich kann mir kein Szenario denken, in dem es wichtig ist, dass wir herausfinden, was da unten alles lebt. Ich meine, im besten Fall finden wir eine Amöbe, die unsterblich ist, und dann können wir die erforschen. Und was? Finden wir dann raus, dass wir unsterblich sein können? Nein, danke. Und das ist doch das, wonach alle suchen, da unten, oder? Ich meine, klar ist immer, ich glaube, in unseren Meeren lebt nichts, was gefährlich für uns ist. So jetzt wie in dem Film oder in dem Buch Der Schwarm oder sowas. Wohingegen im Weltall könnte schon, oder faktisch gesehen definitiv. Oder nicht faktisch gesehen, aber theoretisch auf die Masse gesehen, ist definitiv, gibt es da Sachen, die gefährlich für uns sein können oder sind. Aber mehr, glaube ich, ist nichts, was jetzt eine Bedrohung für uns ist. Und klar, man kann immer dazu lernen, wenn man Sachen erforscht. Aber müssen wir Geräte bauen, um Millionen von Tonnen aushalten zu können, um da unten eine Amöbe zu finden? Ich meine, sollen es die Leute machen. Wie nicht gefährlich für uns, was ist mit Godzilla? Godzilla ist nicht aus dem Meer. Also nicht so tief aus dem Meer. Godzilla ist aus einer Höhle. Wobei, stimmt, Godzilla ist zustande gekommen wegen atomaren Versuchen im Meer. Stimmt. Es gab schon Menschen, die im Meer gestorben sind. Okay. Ja. Kann sein. Aber davon habe ich jetzt nicht geredet. Ich rede von Dingen, die im Meer sind, von denen wir nichts wissen. Glaube ich, ist im Meer nichts, was für uns gefährlich sein kann, was wir nicht kennen. Was ist, wenn die menschliche Zivilisation auf den Meeresboden und so weiter umgevölkert werden muss? Dann wäre es auch gut zu wissen. Warum sollte es besser sein, auf den Meeresboden sich umzusiedeln? Wie das denn? Warum? Wie nicht gefährlich für uns, was ist mit Godzilla? Wie sollen denn die Menschen am... Hä? Da ist der Mond noch besser. Oder einfach sich im Boden verbuddeln. Mehr Platz, weniger seismische Aktivitäten. Wie
Warum sind im Meer weniger seismische Aktivitäten? Was war nochmal die Zahl für doppelte Odds? Da sind wir jetzt schon weit drüber. Du hast nicht nach einem spezifischen Grund gefragt. Nee, warum sollten wir uns unter tonnenschweren Massen ansiedeln? Wenn wir auch einfach Bunker bauen können oder auf den Mond gehen können oder 95% der Vulkane sind alle unter Wasser. Eben, ich glaube, auf dem Meeresuntergrundboden zu wohnen ist definitiv... Da gibt es mehr Shaky als bei uns hier. Hallo OnlyFabs. Aber Matrix. Einfach verbuddeln. Wobei, die sind nicht verbuddelt. Die haben eher den Himmel dunkel gemacht. Ich glaube, viele sind auch in riesigen Höhlen. Viele Flüchtlinge in Matrix. 16384 ist doppelte Orts. Ja, da sind wir jetzt schon drüber. Haben wir uns verquatscht. Vielleicht wachsen uns irgendwann Kiemen und Flossen. Ja, oder muss trotzdem einiges passieren, dass wir den Druck aushalten, um da unten leben zu können. Ich meine, kennt ihr das eine Bild von dem Menschen, der so simuliert ist, dass er einen Autounfall überleben könnte? So müssten wir aussehen, mal 10 wahrscheinlich. Oder halt komplett anders von Haus aus aufgebaut sein. Dürfen keine Knochen besitzen. Ich will echt ein Schwerthai sein. Okay. Außer wir finden Atlantis oder Shangri-La. Wenn irgendwann uns Kiemen und Flossen wachsen, ich wäre der Erste, der sagt, nee, danke. Nee, ich gehe nicht ins Meer. Henriette, du bist ein shiny Donnersichel. Pictulator, hallo. Dankeschön für 15 Monate. Danke. Dann würden wir uns ja zurückentwickeln. Wobei, tun wir gerade schon. Ich hätte Bock, eine Qualle zu sein. Ja, und das wollte ich auch noch sagen. Wir haben ja schon Lebewesen entdeckt, die unsterblich sind. Wie eine Qualle. Was haben wir daraus gelernt? Einiges wahrscheinlich. Aber vor allem, dass es nicht übertragbar ist auf den Menschen. Wobei dieser eine Mensch, der sich ja hier quasi unsterblich macht, dieser eine reiche Wissenschaftler, der sich jeden Tag 300 Medikamente gibt und sowas. Das wird echt mal interessant zu sehen, wie alt der wird. Ich hoffe, das erlebe ich noch. Der ist älter als ich. Aber so wie der abgeht, wird der 150, ey. Es gibt bereits Völker, die es nicht mehr gibt. Ja. Krebsmenschen. Ist es Futurama? Zitierst du gerade Futurama? Hallo, Salad. Mr. Burns, genau. Was hat der gesagt, als er so geglüht hat? Freunde. South Park ist Krebsmenschen. Ah. Diese kleinen, wo das Aquarium und dann da drin, ja. Ich bringe euch Liebe, genau. Ich als Flacherdler denke, das Meer ist eine Erfindung von der Regierung. Ja. Ich glaube auch, wenn sich nur mal einer trauen will, dann könnte man einfach das ganze Meer begehen. Es ist eh nur knietief. Es ist aber so eine dünne Schicht an Wasser, die da drauf liegt. Ach, es ist nur Mr. Burns. Tötet ihn! Oder die Folge, wo Maggie den Lutscher wegnimmt.
Wobei, das ist jetzt schon die Auflösung von der Folge. Aber wo Maggie Mr. Burns erschießt. Oder keiner weiß es, dass es Maggie war. Das Beste ist immer noch, wie der Arzt Mr. Burns hier so ein Check-up gibt. Ah nee, nicht mal das. Also er verliebt sich in Marge, glaube ich. Mr. Burns verliebt sich in Marge oder sowas. Und er so, oh, Smithers, mein Herz, es pocht so schnell. Und dann gibt es so einen Zoom auf das Herz, wie so eine Pflaume hängt es da drin, so. Ah. Das fanden wir damals als Kinder lustig. Heute braucht es so viel mehr. Urzeitkrebse, Krebsmenschen verkleiden sich als Boygroup oder so und versucht alle Männer homosexuell zu machen. Irgendwie sagt's mir was. Ich habe so gut wie alle gesehen, vor allem damals. Krebsmenschen, ja. Es gibt so viele gute South Park-Folgen. Allein die auch mit Britney Spears oder mit Jennifer Lopez oder mit Tom Cruise. Hey, Tom Cruise won't come out of the closet. Chin Pokémons. Schuh. Den deinen Schuh kannst du behalten. Das ist ein Common. Barbra Streisand, genau. Man stirbt, wenn man vergessen wird. Wow. Jennifer Lopez, Taco e Burrito. Diese Hand. So dumm. Oder nee, einer der besten ist wirklich, wo das Internet aufhört. Das ist einer der besten Folgen, wo einfach das Internet stoppt. Oder die Kanye West-Folge auch, wo er denkt, er ist ein Fisch. Oh. Ich weiß gar nicht, wie die das auf Deutsch gemacht haben, die Kanye West-Folge. Do you like fish sticks? Yes. So you're a gay fish. Wie macht man das auf Deutsch? Magst du Fischstäbchen? Ah. Mögt ihr Fischstäbchen? Hä? Ihr wisst, dass der Witz ist Fischsticks. Dass es klingt wie Fischsticks. Und Kanye West versteht den Witz nicht. Aber wenn du sagst auf Deutsch Fischstäbchen, dann musst du ja erstmal verstehen, dass mit Stäbchen Penis gemeint ist. Das geht nicht. Es ist unmöglich, die Folge zu machen. Wie haben die gemacht? Der Witz muss komplett anders erzählt sein. Oder wo alle Ritalin bekommen und Cartman immer so ein Christina Aguilera-Viech sieht. Alle Ritalin bekommen. Oder wo Cartman so tut, als ob er... Oder wo Cartman sich extra einfriert, um zum Release der Wii schneller hinzukommen. Weil die Wii braucht noch einen Monat, bis sie rauskommt. Und dann friert er sich ein, weil er einen Monat nicht warten kann. Und dann zeitreist er aus Versehen irgendwie 10.000 Jahre. Und dann haben die da eine Wii. Aber sie haben auch die krassesten, kranken Videospiele, aber er will die Wii. Und dann haben die eine Wii, aber sie haben keinen Adapter, um die Wii an ihrem Fernseher zu zeigen. Die ist legendär. Wo er sich immer wieder bei seiner Mutter entschuldigt. But next time, mother, please, buy me dinner before you fuck me in the ass. So gut. Kampfkoloss. Oder wo Cartman die Eltern an den Sohn verfüttert in dem Chili. Sau alte Folge. Gott, ey. Kriegerschlaf wäre tatsächlich eine Möglichkeit für Zeitreise. Ja.
Aber ich glaube, Kryoschlaf ist so viel mehr als einfach nur jemanden eineisen. Ich meine, irgendwie musst du den Körper am Leben halten da drin. Weil wenn unser Körper minimal am Arbeiten ist, ist es immer noch genug, dass du tatsächlich Nährstoffe die ganze Zeit brauchst. Selbst eine Schlange, selbst meine Bartagame, die du einfach oder meine Schlange, die du einfach ein halbes Jahr lang nicht füttern kannst, also solltest du nicht, aber du könntest sie ein halbes Jahr lang nicht füttern und kein Wasser geben, aber trotzdem nach einem halben Jahr ist halt Schluss. Irgendwann ist halt Schluss. Und wir reden ja von 100 Jahre, 50 Jahre Kryoschlaf. Irgendwie muss da ständig eine Zufuhr sein, die dir Nährstoffe gibt. Was für eine Schlange hast du? Kettennatter. Schwarz-weiß. Wo dem seine Schamhaare verkauft, ja, das ist so geil. Weil er denkt, das ist der Prozess, wie man an die kommt. Nimmst du gern Fischstäbchen? Nehmt ihr gern Fischstäbchen in den Mund? Ja, aber das macht keinen Sinn, ey. Aber ich wüsste auch keine andere Möglichkeit, das zu übersetzen. Auf Englisch ist es halt, do you like fish sticks? Fish sticks. Hast du eine Kerze dabei, Mutter? Ich mag es romantisch, bevor ich hier, genau. Aber es gibt ja genug, glaube ich, reiche Säcke, die sich tatsächlich eingefroren haben, dass falls in 500 Jahren es möglich ist, einen eingefrorenen Menschen wiederzubeleben, dass es dann an denen gemacht werden kann. Aber die haben irgendwie einen bestimmten Betrag quasi denen gezahlt. Für die nächsten 100 Jahre wahrscheinlich, oder je nachdem, wie viel Geld du hast, kannst du 500 Jahre machen. Ich will gar nicht wissen, wie viel das kostet. Ich glaube nicht dran. Ich auch nicht, weil im Endeffekt wäre es wahrscheinlich, wenn du komplett tot bist, aber eingefroren. Das heißt, alles an dir ist immer noch, naja, nicht verwesen, verwosen, verwest. Könnte man quasi deine DNA benutzen. Aber du kannst halt kein totes Gehirn. Ich meine, selbst wenn du das. An dem Gehirn ist zu viel weg. Abgestorben. Walt Disney angeblich, ja. Stellt euch vor. Walt Disney kommt wieder zum Leben. Und dann auf einmal schaut er sich die ganzen Filme an und denkt sich so: Moment mal. Moment mal. Ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber Walt Disney war anscheinend Nazi. Seine Überraschung dann so: Moment mal. Was macht ihr hier? Dann so der Praktikant, ups, Kabel gezogen. Ja. Ist aber auch geil, ey, oder? Ich meine, diese Unternehmen, die das anbieten mit dem Einfrieren, die müssen, also vielleicht müssen sie auch nicht, und das ist einfach die Business-Idee schlechthin, ne? Du bist ja stinkreich mit. Ich meine, klar, du hast krasse Technologien und sowas, aber sind die so krass? Im Endeffekt haben die alle einfach nur einen Kühlschrank. Du hast halt 1000 Kühlschränke, wo immer so ein Mensch drin ist. Das sind halt krasse Kühlschränke. Eisschränke. Aber müssen die, also ich würde es ja nur machen, wenn die mir quasi einen Wisch geben, wo drin steht, dass die Jahre, in denen ich eingefroren bin, dass all das Geld, was ich denen gebe, zu, keine Ahnung, 80% dafür benutzt wird, neue Technologien zu erforschen. Und dafür müssen die einmal im Jahr quasi das veröffentlichen, Berichte veröffentlichen und sowas. Und so dass, wenn meine Nachfahren merken, dass sie bankrott gehen oder dass sie das nicht machen, dass die dann das Geld zurückbekommen. Ich meine, irgendeine Absicherung muss da doch sein. Irgendetwas, dass du nicht einfach sagst, okay, ich gebe euch 10 Millionen oder 50 Millionen und dafür steckt ihr mich in den Kühlschrank. Und wir hoffen, irgendwas muss da ja, irgendwas müssen die ja liefern. Oder auch nicht. Und es ist einfach nur, nö,
Wir sind einfach nur ein Bestattungsunternehmen, nur unser Sarg ist ein Eisschrank. Ein sehr, sehr kalter Eisschrank. Genau, die Kapseln aus Fallout. Es gibt auch so viele Medien inzwischen, wo sie das benutzt haben. Alien doch auch. Alien sind ja doch auch in Chambers. Das ist doch das Problem, dass sie aufwacht und dann alleine auf dem Schiff ist mit dem Alien oder so. Futurama ist so geil. Da fand ich das extrem unlogisch mit Einfrieren. Ich meine, es ist ein Comic. Klar ist es unlogisch. Also es ist großartig. Wie er dann sein Bankkonto checken geht, wo irgendwie $12 drauf waren. Aber mit 1000 Jahre Interest ist er dann irgendwie Milliardär. Multimilliardär. Und ich weiß nicht mehr, was er dann macht. Ah ja doch, er will doch die Anchovy-Dose, kauft er dann. Manchmal ist es so geil, wie solche Serien nur auf eine Sache hinarbeiten, wie dass er eine Anchovy-Dose kaufen möchte, die ausgestorben sind. Und damit er sich das leisten kann, erfinden sie die ganze geile Geschichte, dass er noch ein Konto hat, was nach 1000 Jahren Interest einfach milliardenschwer ist. Das ist eigentlich das Lustige. Es ist viel lustiger als dieser Anchovy-Ding. Aber das Anchovy-Ding war die Hauptstory. Und dann verliert er doch an diesen Anchovy sein ganzes Geld. Futurama ist so viel besser als Simpsons. Allein, dass Futurama eine durchgehende Folge hat mit Leela und Fry. Die zwei Filme, dieses ganze Abrunden. Passengers war interessant. Passengers ist aber ein sehr schlechter Film. Klar ist die Grundgeschichte interessant und die Idee cool, dass er quasi wegen einem technischen Fehler aufwacht und dann nicht alleine sein will und deswegen sie aufweckt. Das ist cool und sowas. Aber wie dann alles passiert und auch das Ende. Das Ende macht den Film so schlecht. Beste Szene ist, wie die Gravitation aufhört und sie im Swimmingpool ist. Das ist fucking creepy, ey. Die Vorstellung, dass du in Schwerelosigkeit im Wasser bist und du kommst nicht aus dem Wasser raus, weil du schwerelos bist. Es gibt kein Oben und Unten. Aber ansonsten ist das Ende so. Passt nicht zu den Charakteren. Das ist Quatsch, das Ende. Witzigerweise habe ich den Film nicht zu Ende gesehen. Ja. Das Ende, du bist die ganze Zeit so, ja, ja, genau, so, ja, und dann das Ende ist so, wie? Hast du nicht gesagt, dass, okay. In Time, deine Zeit läuft ab? Nee, kenne ich nicht. Vielleicht auf Englisch? Wie heißt der auf Englisch? Da stellt man sich die Frage, was würde man selber machen? Ja, das ist halt das Ding, ich glaube, er hat schon 2 Jahre ausgehalten. Er hat 2 Jahre allein ausgehalten und er weiß, dass da Tausende von Menschen liegen, die er aufwecken könnte. Ich glaube, die meisten Menschen würden sogar alle aufwecken. So von wegen so, hallo, hallo, könnt ihr mich bitte wieder einschläfern, hallo, weckt so alle auf. So wie die Leute, die vorm Edeka stehen um 6.50 Uhr und sagen, mach auf! Wir machen um 7 auf. Nee, aber ich bin jetzt hier. Mach auf. So, alle aufwecken. Captain aufwecken. Können wir bitte schneller fahren? Ich würde gerne jetzt an unserem Planeten sein. In Time? Nee, kenne ich nicht. Your time runs up. Bei uns würden die auch schon vor 7 Uhr rein. Ja, da hat doch letztens ist da so ein Clip viral gegangen, wo einfach eine Frau 20 vor 7 vorm Lidl steht. Und der Marktleiter steht halt da und sie steht da davor, klopf, 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 aufmachen! Nein, wir öffnen erst in 20 Minuten, aufmachen jetzt! Was? Ist das der mit dem Timberlake in Time? Achso, ich muss trinken. Das ist gut, ja.
Bin ich mir sicher, dass ich das richtig mache hier? Du meinst Shiny resetten? Langsam nicht mehr, nee. Aber Jumper ist ein guter Film. Hat nichts mit Zeit zu tun. Aber die so hier in der sich einen Ort vorstellen können, dahin springen können. Mit Christensen. Also hier, wer ist er? Skywalker Ding. Hayden Christensen. Nicht Anakin. Anakin. Der ist tatsächlich nicht schlecht. Der ist cool gemacht. Und der ist auch, glaube ich, 2005 oder sowas. Das sieht echt cool aus, wie die rumjumpen. Und das ist es. Ich glaube, das wäre, wenn einer immer fragt, was hättest du gern für eine Superkraft? Ich würde, glaube ich, echt sagen, Jumper. Die Jumper-Fähigkeit. Weil es ist auch cool verknüpft und so logisch verknüpft, dass wenn du einen Ort vor Augen hast, wenn du da schon mal warst, wenn du weißt, wie er aussieht, kannst du da hin. Weil ich denke mir halt oft auch bei Zeitreisen oder bei Teleportation, wenn ich jetzt einfach von dieser Stelle, wo ich gerade bin, Zeitreisen würde, dann würde ich ja im Weltall landen. Also du müsstest beim Zeitreisen mitkalkulieren, wo du gerade physisch bist und du könntest nur, also Zeitreisen müsste immer verbunden werden mit Teleportieren. Wenn es nicht sowieso schon das Gleiche ist. Weil wenn ich einfach nur Zeitreise, dann dürfte ich immer nur zu der in die Zeit reisen, wo der Planet Millimeter genau da ist, wo ich gerade auch bin. Weil wenn ich auch nur eine Millisekunde zu spät zeitreise oder zu früh, ist der Planet 500 Kilometer weiter und ich flieg so im All rum. Deswegen müsstest du nicht nur, entweder zeitreist immer nur dahin, wo der Planet an der gleichen Position ist, wie du gerade, also was wahrscheinlich ein Jahr ist. Du kannst immer nur in ein Jahresschritten machen, auf die Millisekunde genau. Oder du musst gleichzeitig teleportieren. Und wissen, wo der Ort in welchen Koordinaten im Universum sich befindet. Und da ist die nächste Frage, was ist mit Klamotten? Warum werden Leute immer zeitgereist mit Klamotten? Nicht immer. Aber oft. Oder jumpen mit Klamotten. Was ist da die Regel? Was ist die Regel mit Klamotten? Alles, was mein Körper berührt, wird mit übertragen. Also auch die Luft um mich rum. Wann hört's auf? Weil Partikel berühren mich alle. In Terminator, ja. Es gibt viele, ich glaube auch. Ein geiler Zeitreisenfilm ist auch nicht Jumper, aber so ähnlich. Mit Bruce Willis. Mit den Golddingern, die der transportiert. Ach, nicht Jumper, sondern. Aber der ist auch so ein knackiger Name. Looper. Jumper und Looper. Looper sind sie, glaube ich. Nee, in Looper sind sie auch nicht nackt. Da sind sie ja komplett verhüllt, dass sie nicht wissen, wer es ist. Lawrence Fishburne, ja. Aber eigentlich müsstest du komplett nackt ankommen. Und deine Klamotten müssten einfach so runterfallen. Weil alles, was mich berührt, ist Quatsch, weil ich werde von allem berührt. So, die Luft berührt mich. Und also, wo hört's da auf? Selbst Atome berühren sich nicht. Das ist ja das Problem. Es geht nicht. Nackt wäre die Standardversion. Ja, aber selbst das ist ja eigentlich unlogisch. Weil wenn du sagst, alles, was sich berührt, Atome berühren sich nicht. Zwischen unseren Atomen, genau genommen, wenn du ja es schaffen würdest, deine Atome von einer Hand und der anderen Hand zu synchronisieren, kannst du ja durch dich durchfassen. Weil die Atome Zwischenabstände haben, wo die anderen Atome durchpassen könnten, wenn du es perfekt... Das geht natürlich nicht, aber... So könnte man Superkräfte verargumentieren, dass jemand, der durch Wände gehen kann, schafft es, seine Atome so zu anzuordnen, dass er genau
das Gegenteil der Wand trifft und dann kann er durch die Wand gehen. Ne? Es müsste, wenn dann so ein Gerät sein, es müsste so ein Anzug sein, den du um dich komplett rumstülpst und alles innerhalb dieses Anzugs wird quasi übertragen. Wie so ein faradäischer Käfig oder so. Eigentlich ist es eine Kapsel und die ganze Kapsel reißt halt. Naja. Ich hasse es mit Twitch 500 Worte Begrenzung. Ich nicht, weil ich will keinen Aufsatz lesen. Wollte einen Roman schreiben? Ja, mach's nicht. Achso, das mit dem Einfrieren ist ja auch noch interessant, weil die Menschen werden ja nach dem Tod eingefroren. Das heißt, sie haben eine Todesursache. Das heißt, die Todesursache muss erst wieder, ja, umgekehrt werden. Im Endeffekt, glaube ich, geht es den Leuten eher darum, dass halt das Gehirn intakt bleibt. Ich glaube, viele frieren auch nur den Kopf ein und sowas. Sodass du das Gehirn und halt die ganzen Erlebnisse, alle Gedanken übertragen kannst auf einen Computer oder... Ich meine, das kann ich mir vorstellen, dass du irgendwann halt wirklich alle Gehirnwellen anzapfen kannst und übertragen kannst auf einen Computer. Da ist dann die nächste Frage, bist das du? Oder ist das... Ich würde sagen, man ist es. Weil der Körper macht uns nicht aus, sondern unsere Gedanken, unsere Erlebnisse. Ah, dann kann man dich auch einfach dupen mit dem Pomme-Glitch. Hey, dann machen wir einfach unser Ich, kopieren wir auf ein Pokémon drauf und dann laufen wir in der Pokémon-Welt rum. Als Deoxys. Was ist denn Repo-Man? Aber die Atome sind ja immer miteinander verbunden. Wenn man die Verbindung löst, ist es so gut wie unmöglich, diese wieder zusammenzufügen. Bis jetzt. Aber sind die auf dem PC erstellten Daten wirklich unsere Gedanken oder auch nur eine Kopie? Das muss dann ein non-fundable Token sein. Wir sind dann NFCs. Wir haben die Chain im Hintergrund, dass man weiß, dass das eine Ding ist das Original. Ja, war's kein Problem. Dann hante ich mir eine Shiny-Verkörperung. Genau. Der Film mit Jude Law, wo er Organe wiederholt. Repo Man. Ich glaube, ich habe das mal gehört. Repo-Man. Ich werde kein Shiny Dragoran. Wobei, dann will mich keiner jagen. Dann kann ich frei sein, weil ich so hässlich bin. Deswegen sind ja die damaligen Black Mirror-Folgen so großartig. Weil da gab es ja genau diese Folgen. Diese eine geilste Folge ever mit White Christmas geht hier genau um dieses Thema. Oder? Doch, da gab's. Da war, glaube ich, auch, dass dein Ich ist in einem Computer drin und da wirst du dann gefoltert als Strafe. Anstatt Gefängnisstrafe bist du dann irgendwie 1000 Jahre im Computer drin. Oder halt eine Minute für die, 1000 Jahre für dich. Gott, White Christmas. Beste Black Mirror-Folge. Black Mirror kann so, ist kackt so ab im Vergleich zu damals. Oder dich würden dann viele jagen, damit kein grünes Dragoran mehr existiert. Ja, aber selbst wenn ich gefangen werde, dupe ich mich einfach davor und dann bin ich frei. Oder bin ich dann gefangen und eine Kopie von mir ist frei. Wer ist die Kopie? Auch ein guter Film dazu, aber ein Horrorfilm, kranker Horrorfilm ist Infinity Pool.
In Infinity Pool geht es genau darum. Wenn du ein Verbrechen begehst, dann wird eine Kopie von dir erstellt. Oder wenn du genug Geld hast, können sie eine Kopie von dir bestellen und die Kopie von dir wird bestraft und du darfst frei wieder draußen rumlaufen. Dupen ist duplizieren. Hallo, Little Sheep. Schon aus wir gekommen. Sieht so aus, als wäre es gekommen wäre. 16.600 und 56. Hallo Melli. Danke für den Raid, Melli. Was habe ich letztens gesehen? Ich habe ein YouTube-Video gesehen, wo jemand, also Pokémon-Video, ich glaube es war... Ach, ich weiß nicht mehr, was es war. Aber da hat jemand ein Shiny Ditto gefangen. Und ich fand es sehr interessant, weil normalerweise, wenn du ein Shiny Ditto hast und es transformiert sich, dann transformiert es sich nicht automatisch in das Shiny-Pokémon. Aber die Person hat eine Gen gespielt, wo das so war. Wo, wenn du ein Shiny-Ditto hattest, hattest du automatisch immer die Shiny-Version, wenn sich Ditto verwandelt hat. War das Gen 3? Was habe ich denn da für ein Video gesehen? Warum schaue ich überhaupt Videos an, wenn ich sie immer wieder vergesse? Gen 3. Doch, stimmt, dann war es das Mew-Video von John Stone, wo er das Shiny Mew gefangen hat von seiner Kindheits-Cartridge und dann danach gesagt hat, oh krass, guck mal, Transform sorgt dafür, dass ich sogar das Pokémon in Shiny bin. Weil ich dachte nur, weil er macht es als erstes mit einem Pokémon, was sowieso blau ist. Und ich dachte... Ich dachte mir zuerst so, John Stone, du Idiot, du hast ja keine Ahnung. Weil er hat sich in irgendwas verwandelt, was sowieso blau ist. Nee. Was ein blaues Shiny hat. Aber ich dachte mir, ah ja klar, wenn Ditto und Mew sich transformen, es gibt glaube ich auch Gens, wo die Transformation einen leichten lila Ton oder Blauton hat. Aber tatsächlich war es das blaue Shiny. Weil dann hat er es bei einem anderen auch nochmal gemacht. Da war es nicht blau. Weil Mew ist halt blau. Und ich dachte, wenn es transformiert, hat die Transformation ein blaues Overlay. Wenn heute nicht kommt, was dann? Oh nein, was dann? Es ist aber logischer, dass sie das abgestellt haben wieder. Hallo Kyo. Weil es ist ja, Ditto verwandelt sich in das Gegenüber. Also es war schon unlogisch, dass es automatisch shiny ist. Ich frage mich, ob das Absicht war. War das Absicht? Oder hat es der Code automatisch gemacht? Es war bestimmt Absicht. Wobei. Ah, es macht keinen Sinn. Deswegen haben sie es geändert. Ich glaube, wenn es kommt, ist wieder Dancing Pikachu Time, wenn ich daran denke. Aber ich muss jetzt langsam aufhören. Ich komme zu nichts mit diesen Streams. Ich glaube, ich muss ein paar Streams ausfallen lassen, damit ich dieses Gen 5 Video machen kann.
Aber wir haben kein Glück. Ich habe auch kein Glück bei meinem Somniam, was ich zurzeit brüte. Bin jetzt schon bei Box 15. 15 mal 30 ist schon einiges. Ich glaube, es sind fast 15. Ich bin bei 17 schon. Nee, egal. 15. 15 mal 30 wären... ...450. Also fast. Fast Odds. Kann es sein, dass bei Ditto Outbreaks das Ditto nun sichtbar ist? Nö, denn es gibt keine Ditto Outbreaks. Wie haben sie das gefixt, dass es keine Ditto Outbreaks, dass in einem Ditto Outbreak nichts drin ist? Sie haben Ditto Outbreaks komplett gelöscht. Also was meinst du, Daniela? Es ist auch kein Fehler, dass man in Ditto Outbreaks kein Ditto sieht, weil Dittos verwandeln sich. Das ist Absicht. Das ist der Spaß daran. Das war's. 16.700. Wir haben heute wieder 1000 Stück gemacht. Mehr als 1000. 1100. Meine Fresse. Ditto, ditto, ditto. Was machen wir mit dir? Was mache ich mit dir? Roto dreifache Odds. Ich glaube, ich habe meinen Ditto gesehen. Dittos laufen in Kamisin und Purpur nie unverwandelt rum. Außer du stehst vor verwandelten Dittos, speicherst, startest das Spiel neu, dann verlieren sie ihre Verwandlung. Das ist ein Fehler. Schätze ich. Muss ein Fehler sein. Vielleicht haben sie das inzwischen gefixt. Aber Dittos sind immer verwandelt. Okay, meine Lieben, kurzer Stream heute. Ab jetzt gibt es sowieso nur kurze Streams, weil ich mache das Gen 5 Video. Ich bin schon bei 4 Minuten. Dauert noch. Aber ich muss es am 4. auf Patreon rausbringen und am 6. kommt es auf YouTube raus. Bis dahin muss ich es rausbringen. Und das ist auch das Datum, deswegen wann es rauskommt. Und es wird kein Anime-Sprecher im Intro haben. Schraubt eure Ansprüche runter. Ich kenne keine deutschen Anime-Synchronsprecher. Vielen Dank fürs Dasein. Enttäuschend, ich weiß. Enttäuschend. Vielen Dank fürs Dasein. Wir sehen uns morgen wieder kurz. Oder gar nicht. Oder vielleicht. Irgendwann kommt ein drittes Deoxys. Bussi, bye bye. Bussi, bye bye.